Yo, herzlich willkommen, meine Lieben. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wie geht's euch, Jungs? Schön, dass ihr am Start seid. Ich hab's mal wieder geschafft, einen Stream rauszuhauen. Moin an alle. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, die Technik stimmt jetzt soweit. Aber ich glaube, das sieht recht gut aus. Alter, sind schon wieder voll viele Leute am Start. Herzlich willkommen. Freut mich wirklich, dass ihr alle am Start seid, Jungs. Heute werden wir wieder einkaufen, wir werden wieder ein paar Coins ausgeben. Ich habe wieder ein bisschen zu viel, über 12 Millionen. Das heißt, ja, wir haben wieder Platz, wir können wieder einkaufen. So, herzlich willkommen an alle, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst direkt mal ein Däumchen da, würde mich echt wahnsinnig supporten. Ja, es ist so aktuell, weil ich nicht mehr so oft live bin wie sonst, wie ihr es gewohnt seid. Das liegt daran, weil wir am Haus renovieren sind. Und jeden Tag werkeln, arbeiten und ich bin jetzt auch gerade eben nach Hause gekommen, habe mich nicht mal umgezogen. Alter Schwede, morgen geht's dann weiter mit dem Streichen und so, es geht richtig wild zur Sache. So, mir geht's sonst gut, Jungs, ich bin nur ein bisschen müde von der Arbeit, aber sonst passt alles, wunderbar. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Ich hätte eine Idee, wie ich am besten meine 200k Coins vervielfältigen kann. Wäre echt nett, wenn mir jemand eine Idee hat. Auf jeden Fall, Anton. Und Diego haut einen Euro raus, Bruder. Vielen, vielen herzlichen Dank für 99 Cent. Haut mal einen fetten Herzchen-Spam raus. Absoluter Ehrenmann. Danke dir, Bro. Vielen, vielen Dank. So, beste Trading-Methode für 800k. Ich würde immer sagen IV, Jungs. IV ist dieses Jahr wirklich OP. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich so verkauft habe. Ich habe 37 Verkäufe heute gehabt. Ich komme leider selber kaum zum Traden, habe einfach irgendwelche Sachen drauf gepackt. Hier habe ich noch ein paar Icon-Deals gehabt, mit denen ich ein paar Coins gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich die eingekauft habe. Aber ich habe mit jeder Karte mindestens 5.000 bis 10.000 Coins ungefähr gemacht. Lewandowski habe ich mal mitgenommen, Signi habe ich mal mitgenommen. Cancelo ist bis auf 200.000 gestiegen, wusste ich nicht. Hätte ich den Markt ein bisschen mehr im Blick gehabt, hätte ich den wahrscheinlich auch für 200.000 verkauft. Das waren jetzt so meine IV-Karten bisher. Hier, Klopp geht bei mir ganz gut momentan. Verkauft sich auch für über 3.000 Münzen, also ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn ihr nicht die Zeit habt zum Traden, knallt euch hier Jürgen Klopp auf die Liste. Shadow habe ich hier mehrmals verkauft und auch für unterschiedliche Preise. Hier mehrmals Shadow und Spielerverträge habe ich einfach mal drauf geklatscht. Damit bei mir einfach auf der Liste ein bisschen was drauf ist, weil ich sonst nicht so viel Zeit habe zum Traden. So, Max Schulz, herzlich willkommen. Wie baut man eine IV-Liste? Eine IV-Liste baut man, indem man sich Karten einkauft und die dann etwas teurer draufstellt. Und meistens sind es halt solche Karten, die wirklich sich gut eignen für IV. So, ich habe noch einen Cannavaro, den ich verkaufen muss, Jungs. Ich muss mal kurz schauen, wie der Preis aktuell ist. Ich habe den für 1.054.000 im Verkauf drinnen. Der ist ein bisschen gedroppt. Aber ich denke, ich werde ihn trotzdem noch gut verkaufen können. Richtung Weekend League, nächste Weekend League sollte der auf jeden Fall wieder weggehen. Welche kann ich kaufen? Jungs, wir werden jetzt gleich in die V-Liste wieder starten. Ich habe ein bisschen Platz. 40 Plätze. Also das heißt, wir können 40 Karten mitnehmen. Wir werden hier im Stream auch einige Karten raussuchen, die ich raussuche und ihr kauft die euch. So einen Move machen wir heute auch. Das wird bestimmt eine entspannte Runde. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier die 50 Likes direkt voll machen würdet. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz auf Footbin. Footbin? Footbin. Kann ich mal reden. Footbin. So, beliebte Spieler, ich möchte mal kurz die Preise schauen. Was ist denn heute für ein Tag? Montag, oder? Montag ist immer ein sehr guter Tag zum Einkaufen. Ne, heute ist nicht Montag. Ist heute Montag? Doch, heute ist Montag. Alter, ich bin so lost. So, die neuen Karten können wir jetzt dann auch langsam mit ins Petto nehmen. Wie zum Beispiel so Milinkovic, Savic, könnte interessant sein für uns, wenn es keine SBC ist. Ich glaube, das ist eine SBC, oder? Nee, ist keine SBC. Okay, passt. So, dann schauen wir mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, wir machen jetzt ein bisschen High Budget. Und dann würde ich sagen, gehen wir irgendwie in Low Budget rein ein bisschen, dass für die anderen Leute, die nicht so viel Budget haben, auch was dabei ist. So, ich schaue mir jetzt einfach mal hier so ein paar Karten an, die vielleicht interessant sind, wenn die Preise stimmen. Nehme ich da vielleicht mal die ein oder andere Karte mal mit. Oh, Cancelo.
Als rechter Mittelfeldspieler, okay, ja, können wir mal anschauen. Also ich schaue mir gerne immer wieder die Karten an, die halt sehr beliebt sind. Die werden natürlich auch gerne gespielt und häufig gespielt. Und ja, solche Karten gehen halt einfach mal auch relativ gut UV weg. Heute ist Freitag, KP. Ja, genau, so ein Ding. Oha, Aubameyang, 60.000. Alter, ich habe die Preise schon gefühlt eine Woche gar nicht mehr im Blick. Und das ist Wahnsinn, was sich hier so entwickelt hat. Also Dembélé, ey. Alter. Alter Schwede. Oha, Jesus ist auf 8,6 hoch wieder. Der war mal ein bisschen günstiger. Sterling können wir uns noch mal anschauen. Die sind zu teuer. Die sind zu teuer. Oha, ist kalt. Absoluter Ehrenmann. Haut hier ein Zweier raus. Bro, vielen herzlichen Dank. Danke. Kuss geht raus. Jungs, hat mal fetten Herzchen-Spam raus. Absoluter Ehrenmann. Ben, herzlich willkommen. Gio ist auch am Start. Grüß dich mal lieber. Wie geht's dir? Hab 100.000k im Moment. Wie kann ich damit traden? Low Budget machen wir auch noch hier im Stream. Ich werde euch sagen, welche Karten ihr einkaufen könnt. Und ihr kauft euch die Karten. Okay? Und ihr kauft euch die Karten. So ein Ding machen wir jetzt. Aber jetzt möchte ich mal erstmal hier ein paar beliebte Karten durchschauen. Und zwar die ganzen, die ich hier oben habe in der Leiste. Die checken wir jetzt alle mal aus. Ich habe jetzt, das sind bestimmt so 10, 15 Karten, glaube ich. Wir fangen mal an mit Milinkovic-Savic. Wir haben jetzt leider keine gute Grafik, beziehungsweise gar keine Grafik. Wieso haben wir keine Grafik? Wieso gibt es zudem keine Grafik? Dann kann ich mit dem nicht arbeiten. Schmutz. Okay, hier kann ich mit dem kann ich ein bisschen was anfangen. Leon, moin. Manolito, herzlich willkommen. Wirklich, es freut mich wirklich, dass ihr alle am Start seid. Wirklich ein herzliches Hallo an alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Freut mich wirklich, dass ihr da seid. So, was mit 900k machen und 900k auch absolut, absolut UV. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe mit UV schon etliche Coins gemacht. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ihr seht ja hier bei mir auf dem Kontostand. Sind 12 Millionen drauf. Das ist halt fast überwiegend UV. Und ja. Ich habe noch einige Karten, die ich noch verkaufen muss. Habe schon 39 Millionen Transfererlös. Und es geht auf jeden Fall steil weiter. Es geht steil weiter, Jungs. Manolito haut ein VIP raus, Bro. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe geht raus. Vielen Dank. Alter. Mano, vielen, vielen herzlichen Dank, Bro. Danke, Kuss geht raus. Ich weiß nicht, ob mein Alert wieder funktioniert. Keine Ahnung, was da los ist bei mir. Aber ja, ich hoffe, der geht bald wieder. So, ja. Die Karte, die war gestern. Vorgestern mal bei 78. Ja, der ist zu günstig. Zu günstig, um Profit zu machen. Aber Rashford, da sehe ich mich. Rashford, Rashford, Rashford. Der ist ein bisschen angestiegen. Der ist tatsächlich nochmal ein bisschen hochgegangen. Ich hätte den gerne in Blau so für 104, 105k mitgenommen. Wäre auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. Der war hier, schaut mal, er war sogar mal für unter 100.000. Ist aber momentan wieder so gefühlt ein bisschen am Droppen. Aber ich denke, der könnte trotzdem, nichtsdestotrotz, schön UV weggehen. Deswegen nehme ich auf jeden Fall trotzdem einen mit, auch wenn er nur schon 113.000 kostet. Ich brauche auf jeden Fall Karten für UV. So, wir packen einfach herein. Und auch wenn er 10.000k droppt, das juckt mich nicht, weil ich ihn trotzdem verkaufen werde. Also mit Gewinn. Weil Rashford geht auch 10.000, 20.000 UV. Ab und zu mal weg, also man braucht natürlich schon viel Glück, aber solche Karten gehen halt auch öfters mal echt gut. So, gut, mal sehen, was gibt's hier? 112.000 LM, LF, linker Flügel, nehmen wir den für 112.000 mit. Zack. So, und den machen wir jetzt einfach mal, ich würde sagen, ja, war ein bisschen zu viel. Alter, das habe ich denn hier resettet. Ja, moin. So 126.000. Da fühle ich mich. Da sehe ich mich. Kein Ding fürs Abo. Macht 200 Rubel. Let's go, Manu. Vielen, vielen Dank. Hab noch spekuliert, dass du streamst, um es hier im Stream zu machen. Könntest du für dein erstes Gewinnspiel nachher Geburtstag nehmen? Wieso hast du Geburtstag, Maurice, oder was? Hast du Geburtstag? Echt jetzt? Laber. Laber, laber, laber. Nico hat heute Geburtstag. Hat Nico reingeschrieben. Nico, moin, grüß dich mal lieber. Hat hier fett Herzchen-Spam noch reingeballert? So. Wer hat jetzt Geburtstag, Jungs? Schreibt mal rein. Wer hat Geburtstag? Das interessiert mich jetzt schon. So, an Mandy. Mandy. Ja.
Ja, die Preise sind aktuell ziemlich hoch. Es ist ein bisschen riskant, solche Karten mitzunehmen. Aber ganz ehrlich, ein Mandy geht immer. Da nehme ich auch einen mit. Ich hab den letzten, glaube ich, für 91.000 verkauft. Für 91.000. Ich habe den einfach IV weiter draufstehen lassen. Der ist einfach weggegangen. Nico, alles, 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 alles Liebe vom Herzen zu deinem Geburtstag. Wie alt bist du geworden, Bruder? Alles, alles, alles Liebe und Gute. Ich hoffe, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles, was du dir wünschst. Alles. Oh, mit Shadow nimmt man mit. So, Mama den für. Ja, 46.500, da sehe ich mich. Ich will ja ein paar tausend Coins immer pro Karte Gewinn machen. Ich eier nicht rum wegen 500 Münzen, sondern ich will wirklich ein paar tausend machen. So, Mo Salah, Salah, Shala, Mashallah. Oha. Oha, oha, Moment, Moment. Tiefpunkt. Tiefpunkt, Mo Shala, Mashallah. Ha. Okay, ich habe jetzt den Markt nicht im Blick, Jungs. Ich schwör's, ich habe den Markt echt nicht im Blick. Seine blaue Karte kostet einfach mal, ja, gefühlt 10.000, 100.000 Coins mehr. Aber ich will die trotzdem in Blau snipen für den Preis von, ja, Alter, das wäre krass. 230.000? Maschallah kann man auf jeden Fall mitnehmen. Salah, Salah, Salah. Und Rado, mein Bruder, ist am Start. Wie geht's dir? Herzlich willkommen in der Bucht. Wir rasieren jetzt hier. Es wird rasiert. So, und zwar 230.000 soll der kosten. Ich will ihn günstiger. Ich schwöre es euch, ich will ihn günstiger. Ah, Mist. Was ist denn das? Ein rechter Flügel? Komm, als rechten Mittelfeld nehme ich den mal für 230 direkt mal mit. So, den packe ich jetzt einfach mal ein bisschen IV drauf. Wie hoch machen wir den? Ja, so 252 passt. Da sehe ich mich. Frohes Neues, Reflex. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute im neuen Jahr und ganz viel Gesundheit. Bicky, ich wünsche dir dasselbe. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Und ja, ich hoffe, du bist gut reingestartet. Und Fixi haut wieder ein VIP-Bronze raus. Bruder, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen VIP-Herzchen-Spam für Fixi. Bro, Ehre. Danke, Kuss geht raus. Paris Muliaras. Moin, herzlich willkommen. Paris. Paris, Paris. So, nächste Karte. Jungs, wir machen jetzt hier die ganzen Karten High Budget durch und dann werden wir Richtung Low Budget uns orientieren, damit die Leute, die nicht so viele Coins haben, auch hier mittraden können. Und ich werde auf jeden Fall so ein Ding machen. Ich suche Karten raus und ich sage euch, welche Karten ihr kaufen sollt. Also wir kaufen die jetzt, also ich kaufe die jetzt nicht für mich ein, sondern ihr kauft dann die Karten für euch ein und es wird bestimmt mega, 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 mega cool. Ich habe da auf jeden Fall mega Laune und ich hoffe, ihr seid dann schnell. Wer schnell ist, hat natürlich dann gute Chancen, gute Deals mitzunehmen. So, und ja, macht's die 100 Likes voll. Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, gerne ein Like und ein Abo dalassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns jetzt mal einen Joe Gomez an, weil der ist aktuell mit 27.500 schon ein bisschen teuer. So auf den ersten Blick. Aber ganz ehrlich, so 2.000, 3.000 Coins günstiger, teurer, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Weil ein Gomez geht auch immer mal gerne für ein paar tausend Coins mehr weg, als der wert ist. Also kann man immer wieder gerne machen. So, schauen wir mal. So, machen wir mal 28.000 soll ein Blau regulär kosten. Das kontrollieren wir jetzt mal. Oh, da gibt es sehr viele. Da gibt es aktuell echt viele Karten. Ja, der hat kein Chemistry-Style, gar nichts drauf. Das ist ein bisschen doof. Gut ist es halt dann schon, wenn wir zum Beispiel mindestens sowas haben, Anker oder Shadow wäre noch geiler. Aber okay, ich habe jetzt mal einen mitgenommen mit Anker. Geht fit, kann man machen. So, machen wir den für 33.500, das passt. So, Bro, hab heute mein Team geändert und kann jetzt mein Wijnaldum und Costa verkaufen. Soll ich bis Freitag warten, wegen Weekend League oder direkt verkaufen? Ich würde den am Donnerstag verkaufen an deiner Stelle. Weil die Karten momentan, ich glaube, die werden noch ein bisschen droppen. So, dann gucken wir mal die nächste Karte an. Pogba. Oha. Okay, in Blau kostet der 113. Ich nehme immer lieber die Special-Karten mit. Ich fühle die irgendwie mehr. Aber Pogba hat momentan auch einen guten Preis. Da war auch mal für 107. Schauen wir uns den mal kurz an.
Pogba. Weil es geht ja dann die Weekend League bald wieder los. Bis Donnerstag hin werden die Preise wieder ansteigen. Könnte sein, dass sie morgen manche Karten noch ein bisschen droppen. Könnte sein, muss aber nicht. Ah, okay, 114.000, der günstigste. Pogba ist ein ZM. Ja, dann nehmen wir den mal mit Shadow mit für 114. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Und den packen wir jetzt mal. Machen wir mal 228.000. 128.000. Das passt auf jeden Fall. So. Jungs, wir sind über 150 Zuschauer. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Freut mich wirklich riesig, dass ihr am Start seid. Wir werden jetzt dann gleich richtig rasieren und Low Budget noch machen. An alle diejenigen, die Bock haben, Coins zu machen. Ihr seid hier Gold richtig und ich sage euch gleich, welche Karten ihr kaufen könnt. Und ihr kauft dann die Karten raus, Jungs. Das wird richtig cool. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall alle richtig, richtig Bock haben. Und wer natürlich noch kein Däumchen nach oben da gelassen hat, kann es gerne noch nachholen. Würde mich freuen. Alter, Fernandes ist einfach massiv gestiegen, ne? Der war sonst immer so für 75 zu haben. Jetzt kostet er einfach mal 90. Aber ich weiß jetzt nicht, warum der so krass angestiegen ist. Wahrscheinlich hat er einen guten Link zu einer Karte. Sonst kann ich es mir nicht erklären, aber ich finde den aktuell zu teuer. Da ist natürlich die Gefahr, dass er so krass droppt, natürlich sehr, sehr hoch. So, Cancelo ist ein Rechtsmittelfeldspieler. Die Informkarte. Ah, ist nicht so geil, deswegen kostet er auch nicht so viel, glaube ich. Oh, ist er gerade in der aktuellen Team der Woche, Jungs? Der ist erst neu reingekommen, oder? Der war für 49 schon drin, der ist schon ein bisschen zu teuer. Er ist out of Packs. Ah, okay. So, dann schauen wir uns mal Martial an. Martial 25.000, kostet auch ein Blau so. Das heißt, für uns ist ein bisschen teuer. Aber egal. Martial ist auch eine sehr, sehr gängige Karte. Auch wenn er auf 20.000 runtergeht. Martial schwankt auch immer wieder, ne? Ich nehme trotzdem mal welche mit. Das ist natürlich immer Risiko, aber ich bin halt Risikotrader. Man kennt mich. Bin dieses Jahr gut damit rumgekommen. Alter. Okay, 25. Oh, hier ist einer reingekommen mit Hunter. Ja, den nehme ich safe mit. Den stellen wir drauf für. Machen wir den mal nicht so teuer. Machen wir mal 29.750. Das ist okay. So. Martial haben wir im Petto. Dann schauen wir mal weiter. Timo Werner ist die nächste Karte. Kostet im Blau ähnlich wie die Goldkarte. So. Boah, der ist gerade aktuell echt teuer. Na, aber egal, ich nehme ihn trotzdem mit. Timo Werner, einer muss auf jeden Fall immer auf der Bank stehen, Jungs. Auch wenn er 10, 20.000 droppt, egal, ich verkaufe ihn trotzdem für 50, Kappa. Was kostet er aktuell? Oh, 40, 500. Gut, pack mal mit. Nehmen wir mit auf meine Liste. Der ist jetzt kein Chemistry-Style, gar nichts drauf, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Haben wir mal für 46.000 drauf. So, das ist in Ordnung. Und dann gehen wir weiter. Bro, ich habe heute mein Team geändert und kann. Achso, das habe ich schon gelesen, Tala. Kannst du mal Martial machen? War ich gerade, Lennart? Wie soll ich traden, weil ich nur 30k habe? Nico, ich schwöre auf alles, ja? Schau dir mal meine 15k IV-Liste an. Die ist so wild, es gibt keine bessere. Ich habe so krasse Deals mit der Methode gemacht. Das ist anders geisteskrank. Ich glaube, meine teuerste Karte, ich habe die für 100, also für Spieleverträge für 150 Münzen erboten und habe die teuerste, glaube ich, für 4.800 Coins verkauft. 4.800. Zu krass. Zu krass. Alter Schwede. Kyle Walker ist mir persönlich aktuell zu teuer, um den mitzunehmen. So, De Bruyne kostet auch. Ja, viele Karten sind wieder krass gestiegen. Viele Karten krass gestiegen. Schau mal, ob der Ausrufezeichen 15k funktioniert. Ob ich den schon, ob ich diesen Command schon erstellt habe. Ich glaube noch nicht, ne? Komm, dann erstelle ich den kurz. Ausrufezeichen 15k erstelle ich kurz für euch. Komm, das mache ich kurz fix, weil es werden bestimmt mehr Leute kommen und immer wieder fragen, ja, hey, was ist denn das für eine 15k IV-Liste? So.
So, uno momento prego. Fertig ist. Programmiert, Jungs. Ausrufezeichen 15k, jetzt geht's. Murat, was geht, mein Freund? Wie geht's dir? Auf PC wird das mit Martial nicht klappen. Er kostet 35k. Ja, die Preise sind allgemein immer von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Deswegen müsst ihr halt immer gucken. So, ein De Bruyne ist aktuell auch sehr teuer. Ich weiß nicht wieso und weshalb. So, Son hat keine Champions League Karte. Ich habe mit ihm auch dieses Jahr noch gefühlt gar nicht getradet. Aber 40.000 für ein 87er Rating, kann man auf jeden Fall mal einen mitnehmen. Hast du es endlich geschafft, Gamble rauszunehmen? Ja, ich habe es rausgenommen. So, sehen wir uns mal Son an. So, Son 40.000. Ja, links Mittelfeld. Ah, nehmen wir hier mal gleich mal. Ah, Mist. Mit Hunter. Der wär gut gewesen. Wisst ihr, was noch interessant wäre? Hier, ja. Jawoll. Ich wollte es gerade sagen, diese Karte als linker Stürmer mitzunehmen. Und ich habe ihn echt als linken Stürmer bekommen. Das heißt, er ist von Haus aus schon mehr wert. Und hat einen Hunter noch drauf. Also Bonus ist auf jeden Fall da. Pack mal den mal, ja, für 48.250 IV drauf. Das passt. Leo, ich habe es rausgenommen, weil, ja, das macht den Chat so, ja, wie soll ich sagen, so unruhig. Ich wollte den Chat ein bisschen ruhiger haben. Ich wollte auch mehr eure Nachrichten lesen, wie die ganze Zeit dieses Gamble. Das ist mir auf den Sack gegangen. So, dann, aber 60.000 kommt mir auch günstig vor. Aber da bewegt sich immer so eigentlich zwischen die letzte Zeit knapp unter 60 sogar. Aber ich schau mal kurz, ob ich einen finde mit einer anderen Position. So, Aubameyang. Schauen wir mal, wie es bei ihm ausschaut. Jungs, noch 11 Likes, da können wir das erste Gewinnspiel starten. Wer noch nicht geliked hat, lasst gerne ein Like da, Jungs. Würde mich auf jeden Fall abnormal freuen. So, Aubameyang hier mit Hunter 59.500 ist okay, nehme ich mit. Deal or no deal, und das war auf jeden Fall ein guter Deal. So, pack mal den mal für 66.500 drauf. Was soll ich mit Lloris? Was soll ich mit dieser Karte? Boah, ewig nicht mehr hier gewesen. Marc, dann herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Freut mich, dass du am Start bist. Wow, wo habt ihr die 100 Likes jetzt hergezogen? Ich glaube, ich spinne. Seid doch irre. Jungs, wir machen das erste Gewinnspiel. Und zwar folgendermaßen. Hashtag 100 in den Chat. Nein, nicht Hashtag 100. Wir machen Hashtag Geburtstag in den Chat. Haben wir ja vorhin gesagt, Hashtag Geburtstag in den Chat. Ich muss jetzt hier nochmal programmieren. Abonnent sein, Stream liken. Und was halt sehr, sehr wichtig ist, Freunde. Was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Ihr müsst die komplette Trading Crew abonnieren, Jungs. Und zwar die allercoolsten, korrektesten, besten, geilsten Leute überhaupt. Die Crew ist einfach unfassbar. Jeder von sich, jeder von den Einzelnen ist einfach im Traden absoluter King des King. Abonniert Rado FIFA, Drexlinio und Alex96, Jungs. Abonniert die Dudes, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Die Jungs zeigen euch auch ganz genauso wie ich, wie ihr mehrere Millionen Woche für Woche machen könnt. Und dann werdet ihr safe auch absolute Millionäre. Also wer bei diesem Gewinnspiel teilnehmen möchte, abonniert die komplette Trading Crew. Rado FIFA, Drexlinio und Alex96 ist bei mir unten in der Titelbeschreibung drin. Geht rüber und tut das. Ihr macht es nur einmal und könnt dann bei jedem Gewinnspiel immer wieder teilnehmen, Jungs. So. Gut, dann haben wir jetzt Aubameyang gerade ausgecheckt. Die nächste Karte, die wir uns anschauen, ist hier der Sterling. Oha, Sterling, seine Champions League Karte kostet auch um einiges mehr. Was kostet hier? 59.000. Ist ein Fehler, oder? Wieso kostet ein Sterling jetzt 59.000? Das ist krass. Sehr, sehr teuer, meiner Meinung nach. Der ist sonst immer so für 54.000 so zu haben. Mal sehen. Da muss ich hier auf jeden Fall nochmal nachsehen, was hier los ist. Komm, nehm mal den mal mit für 60. Ich weiß, das ist viel bezahlt. Aber wenn er jetzt gerade aktuell so kostet, dann könnte der heute auch IV noch weggehen. Pack mal den mal für 66.000 drauf. Passt. Das ist in Ordnung. Das ist mega, mega in Ordnung. Und Jungs, was soll ich sagen? Wir haben jetzt die High-Budget-Spieler durch. Das heißt jetzt, wir werden jetzt uns langsam Richtung Low-Budget orientieren. Und ich habe euch gesagt, ich suche die Karten raus,
Und wer schnell ist, kauft es euch ein. Und ihr könnt jetzt Gewinn machen. Also wir schauen jetzt nicht auf meine Coins, wir schauen jetzt auf eure Coins, dass ihr alle Coins macht. Also wie gesagt, wer jetzt beim Gewinnspiel teilnehmen möchte, Hashtag Geburtstag in den Chat, Abonnent sein, Stream liken und auf jeden Fall die Trading Crew abonnieren. Die allergeilsten Trader überhaupt, Rado FIFA, Dreckslinie und Alex96. Wir zeigen euch, wie ihr mehrere Millionen Woche für Woche machen könnt. No joke, ihr macht echt viele Coins mit uns. Ihr macht unfassbar viele Coins. So, also, wir machen jetzt weiter und zwar mit dem Gewinnspiel. Seid ihr ready oder was? Es haben sich einige Leute registriert, sehe ich gerade, sehr nice. Und ja, ich starte die Auslosung. Erster Gewinner ist Philipp P. GG Bro, du kriegst 50 Rubel gut geschrieben. Sammelt aktiv Rubel, Freunde, bei mir. Könnt's Mod werden, ihr könnt 10er gewinnen und so weiter und so fort. Wer viele Rubel hat, kann dann mehr setzen und hat dann gute Chancen, sehr, sehr viel damit anzustellen. Martin, mein Lieber, auch du kriegst wieder deine Rubel gut geschrieben. So, bist auch, Martin, du bist seit 2. Juni 20 Abonnent. Oha. Manolito, GG Bro. Vielen, vielen Dank nochmal für dein VIP, absoluter Ehrenmann, Kuss geht raus. Patrick Wade, danke, 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 GG wollte ich sagen. Oh mein Gott, ich bin wieder lost. Ja, moin. Der Schwabbel, Schwabbel, GG, Bro. Schwabbel kriegt auch nochmal 50, gut geschrieben. Dann Alessandro mit D, GG, Bro. André Flock, Salam Aleikum, was geht? Alles fit bei dir, oder was? So. BVB 09 Nico, muss sein, es muss sein, dass er gewinnt. Mein aktivster Mod aller Zeiten, der aktivste überhaupt. So, bester Trader auf YouTube, danke dir Gianni, absoluter Ehrenmann, Kuss geht raus, Bruder, ich küsse dein Herz. So, Benedikt Döler und einen lose ich noch aus, Jungs. Einen lose ich noch aus, der letzte Gewinner ist Lukas LP. GG Jungs, sei euch gegönnt. Nächstes Gewinnspiel bei 200 Likes. So. War ich nicht. Dennis, du hast einfach kein Glück in deinem Leben. Das ist schlecht. Das ist nicht immer gut. So, ich habe euch gesagt, ich werde jetzt hier Karten raussuchen und ihr werdet die für einen guten Preis mitnehmen. Aber dafür muss ich jetzt kurz mal einen Filter eingeben und mir die Karten raussuchen. Ich zeige euch jetzt mal diesen Filter nicht. Weil sonst sucht ihr die Karten auch parallel und das will ich nicht. Ich möchte nämlich, dass ihr die Karten für einen möglichst guten Preis mitnehmen könnt. Für einen möglichst guten Preis. So, es soll jetzt eher so im Low-Budget-Bereich sich alles bewegen. Deswegen suche ich Karten raus, die nicht so teuer sind. Heute wieder Millionär werden, gar keinen Bock. Ja, man, Cheeseburger, absolut gar keinen Bock, Alter. Und sehr sympathisch, danke dir, Bro. Habe 8 Millionen in Gold seltene Spieler investiert. Was, das ein Fehler oder richtig? Marcel, es wird bestimmt fetzen. Weil es werden ja natürlich noch richtig geile SBCs kommen, wo die Karten auch sehr gut ansteigen werden. Also mit Sicherheit wirst du gute Coins mitmachen. Safe. FIFA Brothers, herzlich willkommen, was geht? Gut, Jungs, seid ihr ready? Also, es ist jetzt so, nochmal an alle. Ich suche Karten raus, wenn ich einen guten Deal sehe. Und ich zu euch sage, den kaufst du. Dann kauft ihr den raus, weil mit der Karte könnt ihr dann Coins machen, okay? So, wir machen jetzt nur für die Community. Nicht für mich, sondern für euch. Also ich kaufe keine Karten für mich, sondern die sind wirklich, also wirklich nur für euch. So, Transfermarkt. Ich gehe jetzt in die erste Karte rein. Ich muss natürlich immer auch schauen, ob das ein guter Deal ist oder nicht. Also es kann sein, dass wir ein bisschen brauchen, bis wir den ersten Mega-Deal kriegen. Aber schauen wir mal rein. Okay, Haller ist zu teuer. 5-2. Okay, kann man hier per Gebot mit reingehen? Auch nicht. Okay, Haller fällt raus aus dem Raster. Haller ist zu teuer. Dann gehen wir rein hier in diese Karte. Okay, ist auch zu teuer. Schaut euch mal das an. Kevin Gamero, Alter, kostet einfach mal fast 4000 Münzen. Der günstigste. Positionsverändert. Das ist zu krass. Das ist echt anders krass. Na, per Gebot kann man hier auch null reingehen.
So, wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Benedito. Komm, wir gehen direkt auf die Masse. Gehen direkt auf die Masse. Ist leider auch keiner drin. Schade. Wir werden heute noch gute Deals finden. Und haben wir hier was? Ah, 4,9 ist ein bisschen zu teuer. Avila. Schade. Schade. Sehr schade. Ah, wir schauen weiter. Irgendwann wird es hier einen Mega-Deal geben, ich sag's euch. Irgendwas habe ich falsch eingegeben. Watkins, da, den brauche ich. Oder gibt es viele von dem, oder? 2300 der günstigste. Ah, ich muss den filtern. Es gibt zu viele. 2300 der günstigste. Könnte man mitnehmen. Ich schaue nur kurz, was die anderen so kosten. Also hier die erste Karte, Watkins für 2-3 mitnehmen. Position verändert als ZOM, ganz wichtig, als Mittelfeldspieler. Und stellt den drauf für 2-9. Ist der erste Deal. Das ist der erste Easy Deal. Ja, der ist rausgekauft. Okay, einer von euch hat ihn. Sehr nice. Na, schauen wir weiter. Tadic. Ja, mal gucken, was gibt es hier so? Ah, der hat auch wieder eine Special-Karte. Oh, da gibt es so viele. Tadic? Hä, das ist doch. Was? Wieso ist der so günstig? Okay, alles klar. Dann machen wir mal den anderen Move. Wir schauen mal als ZDM. Gibt es da was? Ha! Ha! War ja klar. 7500 hier oben. Für so eine Karte. Angenommen, Tutti kommt am 18.01. Wann kommen dann die Upgrades fürs Tutti? Boah, kein Plan, Marcel. Hab mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Wann baust du IV-Liste? Cheeseburger heute, nicht heute. Baut ihr eure IV-Liste mit solchen Karten? Du hast auf Mittelfeld eingestellt. Ja, Champ, das ist auch der Clou an der Geschichte. Ich habe das natürlich mit Absicht so gemacht. Es passiert hier nichts ohne Absicht bei mir im Stream. Ah nein, wieso bin ich rausgegangen? Oh mein Gott. Warum? Das muss ich denn nur eingeben. Ah. So, Mittelfeld. So, gib mal was her. Ah, 3300 ist schon viel. Es ist halt riskant, ne? Man könnte ihn rauskaufen. Wer riskieren will, nimmt den mit für 3,3. Und stellt den drauf für 4.300. Für den Taui teurer. Alles klar, Maurice, hau rein. Schön, dass du am Start warst. Kuss geht raus. Wie viel soll ich Gold seltene Verträge auf den Markt stellen? Schau dir das Video an. Ausrufezeichen 15k. Dann weißt du, wie viel du die draufstellen kannst. So, dann machen wir die nächste Karte. Die nächste Karte ist der Higuain. Klingt so ähnlich wie Kokain. Ist es aber nicht. Oh, hier, per Gebot, 1,7. Könnt ihr safe mitgehen. Hier, 1800, bietet mit. Ja, sonst ist leider keine günstige Karte dabei. Schade. Schade, sehr schade. Geht hier eine Million IV-Liste noch mit Sicherheitsguide. Aber du musst halt schauen, ob die Preise passen. Aber ich denke mal, heute kannst du ein paar Karten schon mitnehmen. Heute denke ich, kannst du schon noch ein paar mitnehmen. Für gute Preise. Ist Icon Sedo 85er gut, habe ich gezogen. Seedorf ist allgemein eine geile Karte. Seedorf ist auch eine gute spielbare Karte. Oha, Rebic hat auch so viele Special-Karten. Okay, er ist zu teuer. Rebic günstigster 5,7. Alter, ist der bekloppt? Bist du deppert? So, Alex, diesen hier brauchen wir. Und gibt's da was? Gibt's da was? Gibt's da was? Günstig. Sei günstig. Oh mein Gott, sei günstig, sei günstig, sei günstig. 3 irgendwas war der günstigste. 2,9. 2,9. 2,9. Ah, schade, zu teuer. Gibt zu viele. Wolf, herzlich willkommen. Gut geht's. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Bro. In was soll man investieren jetzt und wann steigen low-rated Gold Rares? Niklas, solche Karten steigen meistens donnerstags gut an. Aber ich würde prinzipiell am Donnerstag investieren. Also Low Budget immer Donnerstag investieren. Ich werde auch am Donnerstag morgens. Habe ich da überhaupt Zeit? Wenn ich Zeit habe, wird auf jeden Fall ein Investing-Video hochgeladen von mir. Wenn ich es nicht schaffe, vielleicht. Ne, am Mittwoch muss ich arbeiten.
bis Donnerstag. Ich kann am Donnerstag kein Investing-Video hochladen, weil ich in der Arbeit bin. Ja, moin. Ja. Aber am besten ist immer am Donnerstag zu investieren, weil halt die Rewards aufgemacht werden und viele Karten dann natürlich auch sehr, sehr droppen. Und da kann man halt per Gebot auch sehr viele gute Deals nehmen oder per Snipe. Denkst du, dass man heute gute Thursday Flips Deals mitnehmen kann? Andreas, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. So, Morata. Oh, Morata, schau mal, was der kostet, der Hund. Halbe Niere. Eine halbe Niere. Also, wer den umformatieren kann und möchte, könnt ihr euch das überlegen. Der kostet 8000 die Karte. Und da geht für 8K auch safe weg. Dann nehmen wir mal einen Felix. Einen Felix. Da, diesen Felix. Er kostet regulär aktuell 3,4. Der ist echt teuer. Aber von denen gibt es halt sehr, sehr viele, ne? So, wenn er 3,4 kostet. Boah, da gibt es echt viele. Krass. Der nächstgünstigste ist bei 3.800. Ja, also ich finde die Karte momentan allgemein ein bisschen zu teuer. Na, schauen wir mal. Boah, Lacazette ist auch so teuer. Wieso sind die alle so teuer? Wieso kosten die alle so viel? Das ist ja schlimm. Kimmst du aus Bayern, ja, Freili? Was los, Schatz? Kimmst du aus Bayern? Ich Kim schon aus Bayern. Oha. Lacazette für 5,4. Was kostet denn der regulär? Was habe ich gerade gesagt? 5,5. Ja. Also, Jungs, gönnt euch die beiden. Könnt ihr mitnehmen für 1.000er teurer draufstellen. Bis 6,9 könnt ihr den auf jeden Fall anbieten. Er wird safe weggehen. Also, gönnt euch die zwei. Geht das auf Xbox? Es sind halt unterschiedliche Preise. Ja, Linz auf jeden Fall. Ja, klar kenne ich Regensburg. Ist ja hier um die Ecke. Ist ja nicht weit weg von mir. 100 Kilometer ungefähr. So, habt ihr die rausgekauft? Jawohl. Da machen wir weiter. Alter, manche Karten sind echt so unfassbar teuer. Das ist echt schlimm. So richtig, richtig schlimm. Nur mal kurz mal hier einen Preis checken. Nächste Karte ist hier ein Ben Yedder. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, wo ich den Preis gesehen habe. 14.000. Oh, da gibt es auch so viele. So, also den hier 14.250 mit Hunter mitnehmen, kaufen. Dann, was haben wir noch? Hier ist noch einer. Aber den müsste man halt noch einen Vertrag drauf brummen, aber kann man auch mitnehmen. Für 14.250 mit Hunter ZOM könnt ihr mitnehmen. Und hier ZDM, den könnt ihr auch mitnehmen. Da gibt es ja auch noch mehrere ZDMs. Also die ZDMs könnt ihr auch rauskaufen. Und stellt dann diese Karten für 16.000 bis 18.000 Coins drauf im Verkauf. Friedrich, herzlich willkommen. Habe jetzt eine 10 Millionen EV-Liste. Hoffe, dass ich 2 Millionen in der Woche damit machen kann. Ja, Marcel, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. So, was habe ich denn hier überhaupt verkauft? Oh, nur eine Karte verkauft. Jürgen Klopp. Der Klopp. Der lässt mich nicht im Stich. Der hat richtig Bock. Der hat aber so richtig Bock. So, ich muss mal die nächste Karte anschauen. DPI. Weil er aktuell sehr teuer ist. Schaut, bei solchen Karten müsst ihr mal vorsichtig sein. Zum Beispiel DPI kostet 14.000 und seine Price Range geht halt nur bis 17. Also besser nicht in solche Karten reingehen. Ist immer sehr, 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 sehr gefährlich. Ist out of packs. Ah, okay. David Bra, herzlich willkommen. Was geht, Bro? Alles fit bei dir? Jungs, wer auf jeden Fall neu eingeschaltet hat, ja? Und noch kein Like da gelassen hat. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Würde mich freuen. Würde mich richtig freuen. So, ich gebe mal einen neuen Filter ein. Es kommen gleich die nächsten Karten, die wir suchen werden. So, okay. Ich muss jetzt hier mal was Besonderes eingeben. Advanced, da muss ich hier extra Position eingeben. Die will ich haben. Jawohl. Jungs, es geht wieder los. So. Dann, wir brauchen Lo Celso und zwar den 82er Rating. Und zwar hier wichtig als Stürmer. Wir suchen die Karte als Stürmer.
3-9, 3-2. Komm, lass ihn günstig sein. 3-1. Ah, schade. Aber per Gebot könnt ihr hier reingehen, Jungs. Und zwar 1500 Münzen könnt ihr auf jeden Fall safe mal versuchen, einen günstig zu bekommen. Nein, es sagt mir nichts. Kenne ich leider nicht, Skype. Ich kenne Barbing. Wenn ihr Barbing was sagt, da habe ich mal gelebt. Da habe ich ein paar Jahre lang gelebt. Hein, was kann man 1 Million investieren, um 100% ordentlich Gewinn zu machen? Fatmo, 1 Million investieren, lass mich mal überlegen. IV. Überteuert verkaufen. Wie kann ich heute noch 100k machen? Leon, wie viel Budget hast du? Wie viel Budget? Rakitic als Stürmer. Komm. Let's fetz. Oh, Mega Deal 2,5 mitnehmen. Sofort, 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 sofort. Sofort. Sofort, sofort, sofort mitnehmen. Draufpacken für 3,9 mindestens. Oder, keine Ahnung, 3,8. Mega Deal. Mega Deal. Habt ihr den? Jawohl. Stark. Stark, 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 stark. So. Ah, ich schenke jetzt gerade Coins her, Jungs. Auf einer anderen Art und Weise, aber ich schenke momentan Coins her. So, ich brauche die nächste Karte. Sergio. Ich glaube. Den muss ich so eingeben. So. So habe ich schon gefunden. Gucken wir mal, was es da so gibt. Und kein Deal. Nächste Karte. Nächste Karte, die wir jetzt raussuchen werden. Dieser Fabian. Schauen wir mal, wie es bei dem ausschaut als Stürmer. 3,6, der günstigste. Ein bisschen zu teuer, der Hund. Der ist ziemlich teuer. Bei mir geht Rodrigo gut weg. Ja, Rodrigo geht immer wieder gut weg. Ist halt eine be beliebte Karte und wird halt gerne gespielt. Deswegen. So. Oh. Dein Name ist kompliziert, Bro. 2,9, 2,8. Komm, lass ihn günstig sein. Hier per Gebot mitgehen. Und kommt noch einer? Kommt noch einer? Kommt noch einer? Nein. Schmutz. Skandal. Wie kann ich mit 55k heute richtig Coins machen? Max, Ausrufezeichen, 15k, bau diese Liste nach und du wirst glücklich werden. Du wirst überglücklich werden mit dieser Liste. Dann brauchst du nicht einmal deine 50k, die reichen 15. So. Nächste Karte und. Oh, 3,9. Alter Schwede. Karten kosten schon ordentlich viel. So, nächste Karte. Wir müssen halt schöne, ordentliche Deals suchen. Die kommen nicht von irgendwo her. 3-1. Alter, wartet's mal. Wartet's mal, wartet's mal, wartet's mal, wartet's mal. Also, es ist riskant, aber ihr könnt jetzt den für 3.100 mitnehmen. Und aktuell, ja, für 4,8 draufstellen. 4.800, stellt den drauf. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Jawohl, rausgekauft. Sehr stark. So, Martinez. Nächste Karte. Er gibt aktuell nur einen. Der kostet regulär 1000 Coins. Der kostet jetzt einfach mal 6800. Krass viel teurer. Zeig mal High-Rated-Spieler. Habe ich gerade gemacht, FIFA Brothers. Wir können aber später, wenn mal die Karten durch sind, können wir mal ein bisschen in etwas teurere Karten auch reingehen. Also, wir bewegen uns gerade noch ein bisschen low budget, aber wir können uns auch steigern. Ich habe kein Problem damit, Jungs. Ich habe absolut kein Problem damit. Können wir gerne machen. 5000, der günstigste Khedira. Ist auch richtig teuer. So. Die Karte war bei mir eigentlich immer sehr, sehr geil, wo ich mit dem getradet habe. Ja, weil er immer sehr teuer war und teilweise kam er echt sehr günstig rein, aber aktuell, ihr seht selber, er kostet auch um die 1000 Münzen. Und jetzt hat er Positions verändert, ihr seht über 6000. Das ist so krass. Das ist wirklich so heftig. Er kostet normalerweise, ich zeig's euch mal, der kostet normalerweise 1200. Wer umformen möchte, kann es gerne machen. Also seht, als CTM kostet er 1200, als Stürmer kostet er 7000. Das ist heftig.
So, dann schauen wir mal weiter. Ja. Ramsey, nächster Spieler, komm rein. Sei günstig. Mach kein Auge. Ah, leider auch zu teuer. Auch nichts mit per Gebot. Lukas, moin, was geht? Herrera. Herrera. Ra. Scheiße, falsch geschrieben. Doppel-R, 81er Rating, passt. Das ist er. 3,9. Also Jungs, wer es ein bisschen riskieren möchte, nimmt den für 3.900 mit. Packt den für 4,9 drauf. Für 4,9 kann man den auf jeden Fall auch verkaufen. Habe 2 Millionen auf der Uhr, Star King. Was soll ich mit 120k machen? Ja, auch überteuert verkaufen. Immer über UV geht halt echt sehr, sehr gut, Jungs. Ich kann es euch jedem nur ans Herz legen. Und Jungs, an alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, ich sage euch jetzt, welche Karten ihr mitnehmen könnt. Ihr macht jetzt Profit. Ich kaufe jetzt keine Karten für mich ein, sondern ihr müsst halt schnell sein. Schaut euch, welche Karten ich mir gerade ansehe. Und ich sage euch dann, für wie viel ihr die Karten verkaufen könnt. Also wer Bock hat, da mitzumachen, macht gerne mit. Mich würde es auf jeden Fall wahnsinnig supporten, wenn ihr Like und Abo da lassen würdet. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Und das Krasse ist, bei 200 Likes machen wir das nächste Gewinnspiel. Also kräftig den Like-Button auseinandernehmen. Jan, herzlich willkommen. IV heißt überteuert verkaufen. So, also wir schauen weiter. Rabiot. Rabiota. Rabbit. Als Stürmer immer gucken, ganz wichtig. So, der kostet 4.000, der günstigste. Hier ist einer für 3,9. Zu teuer, schade. Schade, schade, schade. 3,9 wäre der günstigste. Aber das ist schon zu viel bezahlt. Wäre zu viel bezahlt. So, Barclay. Wir suchen den nächsten Mega-Deal, Jungs. Barclay, 6.900 für eine 79er Karte. Ich glaube, ich spinne. In Dombele. Hast du gerade drei Bruno Pereira? Nein, habe ich nicht, Handyspieler. Habe ich nicht. 3,5, 3,1, 3 glatt. 3.000. Oh, hier 2.200. Ich glaube, das ist sogar gut. Jungs, ihr könnt sie alle für 2,2 rauskaufen eigentlich. Für 2.200 könnt ihr die alle rauskaufen. Nur mal schauen, die sind ziemlich günstig. Hier 2,5 ist hier sogar noch einer drin. Kann man auch noch mitnehmen. Die könnt ihr verkaufen. So zwischen 3.200 und 3.900 könnt ihr die mal draufstellen. Grüß Gott! Salzig! Schokoladen Salz! Privet, Salam Aleikum! Wie geht's dir, Bratan? Early Gamer, wie geht's? Alles fit oder was? Bruder! Immer wenn du live bist und ich gehe auf dein Profil, dann ist irgendjemand anders am Streamen, Alter. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem Account gemacht hast. Sharest du mit 20 Leuten oder was? So, Banega. Dieser andere Banega ist zu teuer. Lorente. Das ist wild. Das ist richtig wild. So, Lorente, komm, sei günstig. Gut wäre es, wenn wir jetzt den jetzt so für 2 mitnehmen könnten. 2 wäre ein guter Preis. 2 wäre echt richtig gut. Vielleicht gammelt hinten noch einer rum. Komm, hör auf zu faxen zu machen jetzt. Und letzte Minuten. Ah, schade. Leider kein günstiger drauf gewesen. Privet, Victor, Salam, wie geht's dir? Lorente, schau mal, Hamzik. So, Hamzik, wie schaut's bei ihm aus? 6.000, was kostet Hamzik? 1,4 kostet der regulär. Okay, Alter, der ist teuer. Der kostet richtig viel. Was mit 120.000 machen, Stefan? Mit 120.000 würde ich dir eine leichte IV-Liste empfehlen. Zum Beispiel so eine 100k IV-Liste oder 70k IV-Liste. Gib mal ein Ausrufezeichen 70k. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wirst auf jeden Fall gute Coins mit der Liste machen. So, Emre Can wollte ich gerade. Da ist er. Emre Can, 5.200 der günstigste. 5,2. Komm, es geht noch nach unten. 4,4. Also für 4,4 kann man den mitnehmen. Also wer Bock hat, nimmt den mit, stellt den drauf für 5.500. Für einen Taui teurer. Geht fit. Hab Benjeda mit Hunter als ZTM für 14,5 mitgenommen. Guter Deal. Ja, auf jeden Fall in Ordnung. Kannst safe für 16.000 bis 18.000 verkaufen.
So, Aranguiz. Wie spricht man seinen Namen aus, Jungs? Was? Wie würdest du den aussprechen, Schatz? Er wird Aranguiz geschrieben. Wie? Arangis? Oranges? Oranges? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie spielt man den aus, Jungs? Er ist auf jeden Fall viel zu teuer. Er ist auf jeden Fall viel zu teuer. Ah, schwieriger Name. Ganz schwierig. Also manche Spieler haben echt so unfassbar schwere Namen. Gar kein Plan, wie man die ausspricht. Oh. 2,5 Mega-Deal. Mitnehmen. 2,2,2,2,5. Könnt ihr mitnehmen. Kann Dogbear, den will jeder haben. Safe. Für 3.500 macht den 1.000er teurer. Ein Taui teurer, geht fit. Oh, Zielinski jetzt. 100k in 3 Tagen, wie? 100k in 3 Tagen ist eigentlich mega leicht. Also da ist einfach nur überteuert verkaufen. Einfach nur ganz einfaches UV machen. Gibt es eine No-Risk-Liste? Ja, André. Ausrufezeichen 15k. Diese Liste ist wirklich tausendprozentig risikofrei. Wirklich absolut risikofrei. Und was zudem noch ist, ihr macht unfassbar viele Coins. Das ist zu krass. Guendouzi, Guendouzi. Oh, hübsche Frisur. Hat so lange Haare, schaut aus wie ein Vibe. Schlimm. Da muss man zum Friseur gehen, der arme Hund. Aber während der aktuellen Corona-Phase kein Wunder, dass er keinen Friseur findet. Ist echt traurig. Aber Tolisso ist auch ein bisschen teuer. Habe 200k, brauche 100k heute. Bitte Hilfe, was kann ich machen? Leon, kauf die Karten raus, die ich jetzt gleich hier sage. Oder such dir selber solche Karten. Aber ey, das ist auf jeden Fall krass. Wir werden vom Budget noch ein bisschen höher gehen, Jungs. Also wir bleiben hier nicht in dem Low-Budget-Bereich. Ich würde sagen, wir könnten auch so ein bisschen so in die Special-Karten auch reinswitchen. Oh, hier 3,6. Für 3.600 könnt ihr euch überlegen, den mitzunehmen. Für 1.000 teurer 4,6 sollte er weggehen. Victor, die Leute kaufen die Karten, weil die irgendwie in SBCs einbauen möchten oder weil die keine Lust haben, den umzupositionieren. Oder, keine Ahnung, diesen dummen Kopf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die werden halt immer wieder gekauft. Das ist zu krass. So, Renato Augusto. Ah, okay, zu teuer. So. Also ihr könnt euch diese Methode merken, die Karten merken, die ich gerade suche und die eigentlich immer wieder absuchen. Immer wieder schauen, kommen gute Deals, kommen günstige Deals auf den Markt, nimmst die mit und stellst die mit einem guten Gewinn auf den Markt. Hier mal Tuidi. Gibt keinen. Hier, 9.300 der günstigste als Stürmer. Das ist krass. Hi, eine Frage, was denkst du, wird mit Pogba, Varane, Mendy etc. passieren am Donnerstag? Also am Donnerstag wird es so sein, dass die Karten steigen werden, Matthias. Die werden teuer. Weil die Rewards werden aufgemacht, die Leute bekommen langsam Coins. Und dann wollen die Leute auch solche Karten in der Mannschaft haben. Die werden dann häufiger gekauft als andere. Deswegen steigt der Markt dann an. Ich habe 150k, wie kann ich die am besten verdoppeln? Verdoppeln ist immer schwierig. Also du kannst, wenn du langfristig denkst mit Passive-Trade-Methoden, wie zum Beispiel 70k UV-Liste oder so, kannst du aus deinen 150k in einer Woche relativ schnell 300.000, 400.000 Coins machen. Und das ist eigentlich relativ easy. So. Sabitzer. Sabitzer. 4,9 ist hier einer. Na, könnte man versuchen. Könnte man versuchen und den für einen Tausender teurer draufstellen. Für 5,9 könnte man den verkaufen. Könnte man versuchen. Oh, jetzt kommen wir zu einer Karte. Der habe ich im Video gezeigt. Zakaria, Zakaria. Oh, Zakaria. 4,8, guter Deal. Glaube ich. Ich muss mal kurz den Markt auschecken. Also es gibt jetzt zu viele.
wo ich das Video aufgenommen habe, war der günstigste bei 6.000 oder so. Hier per Gebot kann man reingehen. Also den einen für unter 5.000 kann man mitnehmen. Nachbar? Wie Nachbar, Stöbi? Wie 4 Millionen am besten investieren? Also wenn du 4 Millionen hast, dann würde ich eher so ein wirklich ein High-Budget-Karten gehen. Markt analysieren, gucken, wie die Preise sind. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten mit 4 Millionen. Mit 4 Millionen kann man einiges machen. Da kannst du sogar schon eigentlich so langsam auch Richtung Icon-Trading überlegen, reinzugehen. Die Richtung könntest du auch gehen. Oh, 3-1, Jungs, mitnehmen, Fred. Für 3-1, guter Deal. Kann man auch für 1000 Coins teurer verkaufen. Wann Ben Yedda Headliner verkaufen? Der spielt am Mittwoch gegen den 800. Ich würde kurz vor dem Spiel verkaufen. Kurz bevor das Spiel startet, würde ich. Also gucken, wenn er natürlich in der Startelf ist, dann steigt die Karte noch ein bisschen. Lieber mehr Verkäufe mit wenig Gewinn oder auf Big Deals hoffen. Big Deals ist halt immer so eine Sache. Wenn du gut spekulieren kannst, sind Big Deals natürlich sehr gut. Aber ich bin halt eher so einer, wenn ich Offstream trade, dann trade ich mit extrem teuren Karten. Ich trade meistens mit Karten, die zwischen 500.000 Coins bis 5 Millionen Coins kosten. Und dann versuche ich natürlich mit einer Karte schon meine 20 bis 100.000 Coins zu machen. Wenn möglich. Aber es ist halt schwer, gute Deals zu finden. Ah, Nico ist mein Nachbar. Ah, okay, stimmt, wie nice. Krass. Ey, Jungs, knacken wir? Ey, das wäre absolute Ehre. Das ist jetzt eine Challenge. Eine Challenge an euch. Knacken wir instant die 200 Likes. Wenn jetzt alle ein Like raushauen, wer noch nicht geliked hat, knacken wir die instant. Das wäre zu krass. Das wäre zu krass. Knacken wir die, das wäre so wild. Oh, der Jugo ist wieder dran. Was geht? Versteht deine Freundin, was du da redest? Nein, Mann, die versteht nichts, was ich rede. Ich rede Spanisch. Oh, Jungs, 199. Nein, ihr seid so wild. Krass. Alter Schwede, wir haben 200 Likes. Einfach mal so. Ihr seid zu krass, Jungs. Vielen, vielen Dank für euren kranken Support. Jungs, wir hauen das nächste Gewinnspiel raus. Auf Ehrenbruderbasis. Hashtag 200 in den Chat, Jungs. Jeder darf beim Gewinnspiel teilnehmen. Abonnent sein. Stream liken. Und auf jeden Fall, Jungs, die korrektesten Männer aller Zeiten. Ich zeig euch das ganz kurz. Die korrektesten Männer aller Zeiten. Abonnieren, Freunde. Hier die Trading Crew. Wir alle zusammen zeigen euch, wie ihr mindestens 1 Million Woche für Woche macht. Abonniert Rado FIFA, Dreckslinio und Alex96. Dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Alles absolute geisteskranke Trader. Wir machen zusammen so viele Trading-Videos, das geht gar nicht mehr. Das ist zu wild. Zu wild. Auf jeden Fall Trading Crew abonnieren, Jungs. Abonnent sein, Stream liken. Und dann könnt ihr auch beim Gewinnspiel teilnehmen. Ich habe auch schon einen Transfererlös, einen schönen Transfererlös. Was habe ich denn? 39 Millionen, glaube ich, habe ich mittlerweile schon. Aber in letzter Zeit fehlt mir ein bisschen die Zeit, viel zu traden. Aber ich bin relativ zufrieden dieses Jahr. Geht auf jeden Fall gut vorwärts. Die 40 Millionen stehen schon fast vor der Tür. Also wenn ihr auch so viel machen wollt, seid auf jeden Fall immer live aktiv. Seid bei den Videos dabei und dann geht es auf jeden Fall mega in Ordnung. Ich habe noch keine Million gemacht mit euch, no front. Black Cat, da machst du irgendwas falsch. Weil ohne Witz, 1 Million in der Woche ist echt nicht schwer. Also dieses Jahr war mein Rekord in einer Woche, glaube ich, 5,5 Millionen. Aber jetzt mittlerweile müsste ich eigentlich mehr schaffen, wenn ich mich reinpushen würde. Weil ich jetzt einfach auch mehr Budget habe zum Traden. Aber 1 Million ist echt nicht die Welt. Das kann jeder von euch. Ohne Joke kann jeder. So, okay. Ich starte die Auflösung. Auflosung soll beginnen. Hat sich jeder registriert? Ich hoffe, alle sind dabei. Wie gesagt, Trading Crew abonnieren, mich abonnieren, liken und Hashtag 200 in den Chat reinschreiben. Dann könnt ihr gerne daran teilnehmen. Patrick, grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles fit? Mir geht's gut. So, erster Gewinner ist Ada22. GG, Bro. Ada stoppt hier ab. Alles richtig gemacht. So ist richtig. Nächster Gewinner ist SSV Jan. Ehrenbruder. So, auch du kriegst deine Rubel gut geschrieben. Nächster Gewinner ist Mr. Robert Johnny.
GG, Bro. Seit 5. November bist du Abonnent. Oha, let's go. Let's go. Habe 800k und will Mbappé heute kaufen. Wie am schnellsten? Wie am schnellsten? Ja, per Web-App. Web-App Sniping geht am schnellsten. Markus Essa, GG, Bro. Nächster Gewinner ist der Stargamer. Stargamer. Oha, das ist anders wild. Dann, ich mag FIFA. Ich mag auch FIFA, Bro. FIFA ist nice. FIFA ist Werdegrande gute. Alles außer das Gameplay ist nice. Wobei, Traden ist auch nicht mehr so nice wie das Gameplay. Irgendwie macht EA dieses Mal alles scheiße. Ich glaube, die verkacken voll. Und Gentian R. GG. Komm, zwei Leute lose ich noch aus. Zwei können noch gewinnen. So, Ayhan Zemaloska, GG, Bro. Dein Name wahrscheinlich 10 Kilometer falsch ausgesprochen. Du müsst eigentlich eine Strafrunde rennen, weil ich den Namen so falsch ausgesprochen habe. Verdammt. Sky, GG, Bro. Ich gönne dir von ganzem Herzen. Du kriegst die letzten Rubel auf dein Knack. So, das Gewinnspiel ist vorbei. Nächstes Gewinnspiel bei, muss man mal kurz gucken. Bei 250 Likes machen wir das nächste Gewinnspiel. So, okay. Entspannt euch. Chillt eure Eier, Jungs. Wann am besten die V-Liste einkaufen? Oliver, am besten eigentlich so Sonntag, Montag, heute. Aber sind teilweise ein paar Karten ziemlich teuer, finde ich. Teilweise ziemlich teuer. Jungs, ihr habt bei mir Rubel gewonnen. Sammelt aktiv Rubel, um bei mir Mod zu werden und um bei Gewinnspielen teilzunehmen. Weil ich möchte dann nämlich die Leute belohnen, die natürlich viel und aktiv am Start sind, die viele Rubel sammeln. Weil ihr könnt dann mal, zum Beispiel, wenn ihr 10 Euro bei mir gewinnen wollt und aktiv seid, könnt ihr dann mehr Rubel setzen und habt dann eine deutlich, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, bei mir was zu gewinnen. Deswegen möchte ich halt nicht irgendwie irgendjemanden random irgendwas herschenken, sondern es sollen einfach die Leute belohnt werden, die auch aktiv immer am Start sind. So, okay, ja, wir machen weiter. So, nächste Karten suchen wir jetzt raus. Die nächsten Karten. Wir waren zuletzt bei Fred. Dann, die nächste Karte, die wir uns ansehen werden, ist Bakayoko. Bakayoko ist einfach viel zu teuer. Alter, 5500 kostet die günstigste. Zu teuer, wir schauen weiter. Gündogan. Ah, schreibt mal, glaube ich, mit U, gell? Gündo, ich glaube, ja. So, komm. Lass einen günstigen auf dem Markt sein. 4,8er günstigste, viel zu teuer. Preise von diesen Karten sind auf Xbox 2,3 teurer. Trotzdem holen. Linz, nicht einfach so irgendwelche Karten mitnehmen. Du musst die Preise mal vergleichen, weil auf der Xbox ist es wieder ganz anders. Ich weiß nämlich nicht, was da alles so drauf ist. Und vor allem, wir machen gerade positionsverändertes Traden. Und da muss man auf jeden Fall immer wieder die Preise checken und nicht einfach so blind einkaufen. Das wäre ein fataler Fehler. Ja, Ausrufezeichen Discord Black Cat. Wir sind schon fast 900 Leute auf dem Discord-Channel. Also wer meinen Discord-Channel noch nicht folgt, kann es gerne machen. Und ja, Jungs, wer mir auch auf Insta noch nicht folgt, wir werden dann noch einen Influencer-Rave raushängen lassen. Ich würde mir gerne mal schauen, wer mir alles folgt, mal eure Kanäle abchecken. Wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ihr mir da auch folgen würdet. So, Reges, nächste Karte. Reges, Fernando. Gibt's keinen, ja moin. So, die Karten werden langsam teurer, sehe ich gerade. Wir sind schon bei 4000 Münzen. Und ziemlich teuer. Wieso sind die so teuer? Hier in Vidal kostet auch über 7000 Münzen als Stürmer. Scheit teuer. Check mal lieber Coins anstatt zu einem Mod AMK. Gentian, was meinst du genau? Wie die Karten vergleichen, so wie ich es gerade mache, Linz. Ich schaue immer, ein Vidal kostet normalerweise so 4000 Münzen. Wenn der jetzt zum Beispiel als Stürmer, weil es ist ja normalerweise kein Stürmer, sondern Vidal ist ein ZM. Ich suche den aber als Stürmer, weil er halt dann positionsverändert ist. Und ich gucke dann, wenn jetzt hier einer für 6000 auf dem Markt ist, dann weiß ich, okay, 6000 ist günstig, weil der nächstgünstigste ist bei 7200. Dann kann ich den 1000 Coins teurer anbieten. Sind wieder 1000 Coins. So musst du halt die Preise vergleichen. So, nächste Karte, die wir uns anschauen werden, ist der Sissoko.
Sisako. Komm, sei günstig, please. 4,7, was kostet der regulär? 4,1. Alter, ist der teuer. Viel zu teuer für eine 79er Karte. Ist viel zu teuer. Gibt es derzeit gute Sniping-Filter? Sippi, am Donnerstag wird es gute Sniping-Filter geben. Am Donnerstag. So, Barke. Barker. Hä? Wieso finde ich die Karte nicht? Barclay. Aha. Aha. 6,9. Viel zu teuer. Warum sind die alle so teuer, ey? Ja, ist echt schlimm, ne? Ist richtig schlimm. Aber die ganzen Karten hier auf meiner Liste. Ich zeige euch mal die Liste kurz. Die sind alle hier schon bei 6.000, 7.000, 8.000 Münzen. Das ist schon echt too much. Die sind ja unfassbar teuer. 85er Rating ist allgemein extrem, extrem teuer. Was kam denn heute als SPC raus? Kam da irgendwie was Gutes? Mergen, grüß dich mal lieber, wie geht's dir? Headliner Challenge. Und Upgrade Packs, ist die wiederholbar? Kam das heute? Ne, das kam gestern schon, ne? Kann man da was Gutes ziehen? 82 plus Upgrade Packs, okay. Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Schlimm. Headliner Challenge. Das ist einfach irgendwie so ein Single Draft. Ah, ein Draft Token bekommt man dafür. Das mache ich nur. Sind Xbox Preise teurer als PlayStation? Drum weiß ich nicht, ob kaufen oder nicht. Ja, Linz, und wenn du halt so die Preise vergleichst, dann kannst du das eigentlich relativ gut sehen. Hab dreimal Werner auf Transferliste und er geht nicht weg. Echt jetzt? Der Gerät, das ist nicht gut. Wenn er sich nicht verkaufen lässt, passt mal von allen drei die Preise ein bisschen an. Wieso spielst du keine Spiele? Alle, ich spiele keine Spiele, weil ich keine Zeit habe. Erstens, ich habe einen Vollzeitjob. Zweitens, ich bin selbstständig als Fotograf. Drittens, ich mache YouTube. Und viertens, habe ich meiner Frau ein Haus gekauft und wir sind gerade mega am Renovieren. Ich habe absolut gar keine Zeit für Gameplay. Vorne und hinten nicht. Absolut nicht. Deswegen trade ich nur. Und ich trade momentan auch nur wenig, weil mir die Zeit fehlt. Ich versuche dafür dann stattdessen eher mehr Content zu bringen. Mehr für euch da zu sein. Sind in Blau und hab die Preise schon angepasst. Ah, okay. Ja, ist blöd. Ich weiß dann auch nicht, warum die nicht weggehen bei dir. Dann warte ab bis Donnerstag. Donnerstag geht TV sowieso, sowieso viel, viel besser. Wie mit 10k traden? Jan, Ausrufezeichen 15k in den Chat. Ich sag's dir, mit dieser Liste wirst du unfassbar glücklich werden. So, Jungs, ich möchte jetzt mal wissen, wer überhaupt alles hier am Leben ist. Eins in Chat. Jeder schreibt bitte die 1 rein, aber nur ein einziges Mal. Ich möchte jetzt wissen, wie viele Leute, ob wir wirklich über 200 Leute sind. Das würde mich jetzt interessieren. Jeder mal, der am Start ist, einfach mal eine 1 reinballern. Wäre zu krass, wenn wir hier 240 Einser sehen würden. Das wäre zu wild. Komm, ich will den Chat rattern sehen. Alter Schwede. Alter, das ist so wild. Also sind echt voll viele Leute aktiv und viele schreiben gar nicht in den Chat. Das ist echt krass. Echt richtig viele Leute. Boah. Ey, hätte ich jetzt den Namen vorgelesen, ich wäre gar nicht mehr hinterhergekommen. Aber Jungs, vielen, vielen Dank an alle, die jetzt eine 1 auch reingeschrieben haben. An alle, die zuschauen. Jungs, Kuss geht raus. Wie viel K soll ich in Joa Felix ZM Hunter mehr verkaufen als den Preis, den ich bezahlt habe? 2.000-3.000 Coins kannst du den teurer machen. Was hat das Haus gekostet? Kevin, sehr, sehr, sehr viel. Eine halbe Mille. Denkst du, nee, das steigt noch? Hab 300 für 700 mitgenommen. Ja, mit Sicherheit steigt da noch, Kiro. Kannst du nochmal die Liste zeigen? Alle, welche Liste? Die von gerade eben. Ich habe einfach nur verschiedene Filter eingegeben. Also einmal habe ich eingegeben quasi also Gold Rare und habe Position ZDM und ZM gesucht. Und bin dann halt hier nach dem Preis durchgegangen. So war jetzt die erste Liste hier.
Genau, da könntest du die ganzen Seiten durchgehen. Und das andere war halt einfach statt ZDM, ZM habe ich einfach Stürmer hergenommen. Hab eine Frage, kannst du mal den Footbin-Rechner erklären? Ja, sehr gerne kann ich den erklären. Und das andere ist halt Position hier Mittelstürmer und Stürmer. Da kannst du alle die ganzen Karten raussuchen. Die 15K-Liste findest du, wenn du eingibst hier im Chat, Ausrufezeichen 15K. So, also den Taschenrechner funktioniert folgendermaßen, ja? Also zum Beispiel, du hast eine Karte für 15.000 Münzen gekauft. So, dann gibst du das hier ein, 15.000. Und dann rechnet der dir aus. 15.000, das heißt, wenn du den verkaufst für 15, musst du 750 Gebühren zahlen. Also sprich, wenn du den für 15.000 Münzen verkaufst, dann bekommst du netto 14.250 raus. Wenn du den verkaufen willst, zum Beispiel du hast den für 15.000 gekauft, dann weißt du, okay, ich muss auf jeden Fall ja, die Karte mindestens für 16.000 verkaufen, damit ich Gewinn mache. Wenn du den für 16.000 jetzt anbieten würdest, würdest du dann mit der Karte ja 211 Münzen machen. Wenn du den dann für 16,5 verkaufst, machst du natürlich mehr Münzen. Aber da siehst du halt, Tax sind halt die Gebühren. Net ist halt quasi dein Netto, was du rausbekommst. Und Sell for ist halt für welchen Betrag du den mindestens verkaufen sollst. So funktioniert der Taschenrechner. Oh, ich hoffe, ich konnte dir das gut erklären. Sind die Listen noch aktuell? Melvin, die Listen gehen alle bei mir. Ob vor einem Monat, ob vor 2 Wochen hochgeladen, die gehen immer die Listen. Ist es sinnvoll, in Shadow und Hunter für Tutti zu investieren? Jein. Also es kann sein, dass sie ansteigen, aber ich glaube, so vom Gefühl her ist die Packrate von diesen Karten deutlich höher wie letztes Jahr. Hey, Dreckslinio, wie geht's dir, Bruder? Alles fit oder was? Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Jungs, bei 250 Likes machen wir das nächste Gewinnspiel. Das heißt, es fehlen nur noch 10. 10 knacken wir, glaube ich, auf jeden Fall instant. Wer noch nicht geliked hat, kann gerne ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt vom Budget jetzt, gehen wir jetzt ein bisschen hoch, aber auch so ein Budget, wo ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Wir gehen jetzt mal in Old Specials rein. Alle Spezialkarten machen mal vom Preis her 15.000 bis 30.000. Geben hier mal Position, ja, machen wir mal Stürmer. Stürmer. Vertrau, Shadow und Hunter gehen ab. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. So, also, wir machen jetzt ein bisschen High Budget. Jungs, ich muss euch ganz ehrlich sagen, High Budget finde ich, sehe ich persönlich Karten zwischen 40.000 und 10 Millionen. Das ist eher noch so Low Budget in meinen Augen. Aber wir machen jetzt ein bisschen Low, Middle Budget. Wir sagen jetzt Middle Budget. Budget. Alter, mein Englisch ist absolut komplett Schmutz. So, wir gehen jetzt auf den Markt und ich sag euch jetzt gleich, welche Karten ihr mitnehmen könnt. So ein Ding ist es jetzt. So, okay, wir starten rein. Die Lord. Die Lord, die Lord. Der Lord, der Lord, der Lord. Schreibt man den so? Ja. Oh, so eine haut ein VIP raus, Bruder. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen VIP-Bronze. Kuss geht raus. Danke dir, Bro. Jungs, haut mal fetten Herzchen-Spam für den lieben Sona raus. Absoluter Ehrenmann. So, das ist eine Special-Karte. Mal schauen, kostet regulär so 15.000 Münzen die Karte. Immer mal nochmal gegenchecken. So, also ihr seht, so 15.000 kostet der regulär. Jetzt schauen wir mal, was der als Mittelfeldspieler kostet. Was kostet er hier so? Zack, bum, bang, viel zu teuer. 17.250, der hat auf jeden Fall schon über 2.000 Coins einen Aufpreis. Wenn ihr so eine Karte für 15.250 bekommt, Checkpot. Aber ich denke mal, dass die Karte auch tatsächlich auch für 18, für 19.000 weggehen würde. Wenn er Hand damit drauf hat. Also die Karte könnte durchaus für 19.750 weggehen. Könnte durchaus weggehen. So, aber wir suchen jetzt Karten für euch. Komm. Wir schauen weiter. Ich bleib direkt auf dem Filter Stürmer. Osimhen hat eine Special-Karte. Zwar eine OTW-Karte, die muss ich jetzt separat filtern. So, immer wieder separat filtern, dann ist es ein bisschen sicherer. Soll regulär so 16.000 kosten. Oder gibt es viele?
Ich habe da schon was Gutes gesehen. Oh, das ist ein Anzeigebug, Jungs. Aufpassen. Ich glaube, das ist ein Anzeigebug. 17.000. Also, Jungs, den mit Hunter kann man für 17 mitnehmen. Für 19.250 kann man den draufstellen. Womit kann ich Coins machen? Sonat, gerne diese Karten kaufen, die ich jetzt sage. Kauf zum Beispiel jetzt Osimhen für 17.000 und verkaufe diese Karte für 19.250. Hat den jemand gekauft? Ja, der ist rausgekauft worden. Hier, ZDM, gleiches Spiel, mitnehmen und für 19.500 draufstellen. Osimhen, ZDM mit Hawk. Hat den jemand rausgekauft? Jawohl, stabil. Alles gut gemacht. Dann gehen wir in die nächste Karte. Santos. Ich weiß nicht, wie man die Karte findet. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Santos. Ob man den auch unter Santos findet. Hat ein Rating von 82. Hat die Informkarte. Den werde ich wahrscheinlich schwer finden. Ah, da unten war er. Als letzte Karte habe ich ihn gesehen. Oh je. Da. Luimbos Santos, ist es der? Ne, das ist er nicht. Ich brauche nämlich diese Karte hier. Diesen hier, Antony Matheus dos Santos. Wie finde ich die Karte? Was muss ich eingeben? Was muss ich hier eingeben? Antony muss ich wahrscheinlich eingeben. Komm, versuchen wir mal Antony. Antony, vielleicht finde ich ihn dann. Ja, Antony, da ist er doch. Warum nicht gleich so? Gold Team of the Week. Es kostet regulär 17.000. Oh, da gibt's. Ah, das ist ein rechter Flügelspieler. Den könnt ihr mitnehmen mit. Was ist denn. Auf Basic wird er häufig gespielt. Nein, Finger weg, Jungs. Finger weg. Nicht so geil. Nicht so gut die Karte. Jungs, wir haben die 250 Likes schon voll. Das heißt, wir können das nächste Gewinnspiel machen. Hashtag 250 in den Chat, Jungs. Jeder darf beim Gewinnspiel teilnehmen. Liken, abonnieren und auf jeden Fall die gesamte Trading Crew abonnieren, Jungs. Ihr seht es unten bei mir in der Titelbeschreibung. Und zwar Rado FIFA, Drexlinio und Alex96. Abonniert die drei Kerle. Absolute Trading-Maschinen. Jeder für sich. Sehr, 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 sehr gute Trading-Tipps. Ihr macht wirklich Woche für Woche eure Millionen Coins. Und ihr tut euch selber nur was Gutes. Gönnt euch auf jeden Fall die Jungs, abonniert sie. Das macht, müsst ihr nur einmal machen. Wenn ihr sie einmal abonniert habt, könnt ihr auch bei den Jungs immer wieder bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Ganz entspannt. Also checkt die aus, die Jungs. So, dann gehen wir in die nächste Karte rein. Und die nächste Karte wird sein ein Mahrez. Ein Mahrez. Mahrez, Mahrez, Mahrez. Ist regulär ein rechter Flügelspieler. Ich schau mal kurz, ob es den als Mittelfeld, Rechtsmittelfeld gibt, günstig. 17.500. Ah, schon ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach. Wäre für 16,5, hätte ich gesagt, mitnehmen, aber ein Taui ist schon zu viel bezahlt. Schade. Dann gehen wir mal in. Nächste Karte ist Tadic. Schauen wir uns mal die Live-Karte an von ihm. So, Tadic, Live-Karte UCL. Aber das ist. Ah, hier. Hä? Ja. Ne, UEL. Die Karte brauche ich. Also, Jungs, ja, ihr könnt es einkaufen. Theoretisch. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was die nächst teureren kosten. Ob es da so viele gibt. Oh, da gibt es schon so viele. Da gibt es schon so viele von dem. Ist hier noch ein anderer außer ZOM dabei? Ich sehe gerade keinen. Nee, Finger weg, Jungs. Sind zu viele auf dem Markt. So. Endking, nicht übertreiben. Nicht den Chat zu spammen. Hab gerade aus Versehen einen Vertrag für 5k gekauft. Oh, Jan, das ist belastend. Das ist richtig belastend. Ihr könnt bei mir Rubel gewinnen. Ja, wenn ihr Rubel sammelt, könnt ihr Mod werden. Wer viele Rubel hat, bei Gewinnspielen habt ihr natürlich sehr, sehr gute Vorteile. Wer mehr Rubel hat, kann mehr setzen, hat eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, bei mir was zu gewinnen. Sammelt aktiv Rubel. Nochmal an alle, die neu dazugestoßen sind.
und beim Gewinnspiel teilnehmen möchten, Hashtag 250 in den Chat, Abonnent sein, Stream liken und auf jeden Fall die Trading Crew abonnieren, Jungs. Die Jungs hier, Rado FIFA, Drexlinio und Alex96, absolute kranke Trader. Jeder für sich, sehr, sehr gute Trading-Methoden. Checkt die auf jeden Fall aus, abonniert sie. Und dann könnt ihr immer bei jedem dieser Leute immer bei den Gewinnspiel teilnehmen. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal die Auslosung. So, erster Gewinner ist SK Rapid. GG, Bro. SK Rapid. So. Nächster Win geht an Gaming TV. GG, Bro. Dann N-King. Staubt ja auch nochmal ab. So. Weiter geht's mit Kevin Schultes. Erik Fleißig. Oh, dieser andere fleißige Kerlsche. So muss es sein. Justin Leindecker. Leindecker. GG, Bro. Komm, drei Leute können noch gewinnen. Drei lose ich noch aus. Seid ihr ready to Rumble? In was würdest du für 2,2 Millionen investieren? Tyler, da musst du den Markt analysieren. Ich habe den Markt leider nicht im Blick, dass ich dir genau sage, wen du da mitnehmen kannst. Drexlinio. Muss ich direkt mal schauen, wie viel du hast. Bro, die gibt's zweimal bei mir. Die gibt's einfach zweimal. Was ist da los? Fake-Account erstellt oder was? Kappa. Jingles, LPGG, Bro. Jingles. Ja, Drexlinio staubt einfach mal 50 Rubel ab, Alter. Ganz auf entspannt. Trikot 00, GG, Bro. Komm, ich mach noch einen vierten. Ich bin heute Gönner, in Gönner-Modus. Adinowski, GG, Bro. GG. Ach komm, einer geht noch. Einer geht noch. Lai G. GG an alle Gewinner, Jungs. Gewinnspiel ist vorbei. Nächstes Gewinnspiel bei, Moment, lassen wir mal gucken, bei 320 Likes machen wir das nächste Gewinnspiel. Bei 320. Einer geht noch. Nein, wir sind durch. Wir traden. Wir müssen jetzt traden. Wir brauchen Coins. Ihr braucht Coins. Wir brauchen Coins. Alle brauchen Coins. So, nächste Karte, die wir jetzt anschauen, ist Ansu Fati. Dieser andere Ansu. Ansu. Oh, dieser Song nimmt mich auseinander, Alter. Nicht in diesem Leben und nicht im nächsten Leben. Nein. Was ist denn das? Ah, ist ein linker Flügelspieler. Oh, hier. 16.750 kann man mitnehmen, Jungs. 16.750, ja, kann man safe mitnehmen. Stellt den drauf für 18.250. Ansu Fati. Was gab es zu gewinnen? Rubel, Paul. Rubel, sammelt aktiv Rubel, um bei mir Mod zu werden und auch um ein Gewinnspiel teilzunehmen, um Rubel zu setzen. Wer viele Rubel setzen kann, hat sehr, sehr viele höhere, also viel, viel mehr Chance, was zu gewinnen. So, alter Schwede. Morata in Blau. Alter, die Karte habe ich ja gar nie auf dem Schirm gehabt. Was ist denn das, dieses Team of the Group Stage? Das hier, oder? Hä? Nee. Was ist ein Team of the Group Stage? Wie schauen die aus? Hä? Welche sind das? Die hier. Ah, okay. Da haben wir die doch. Lass mal kurz schauen. Mittelstürmer, ZM. Hier. ZM, Morata. Für 19.500 mitnehmen. Ist er frisch? Ne, ist schon gespielt. Also den könnt ihr auf jeden Fall mal mitnehmen. Und die anderen? Ja, mit Hunter für 19.500 kann man auch einen mitnehmen. Hier ist doch einer. Für 19.500 mit Hunter sogar. Ist noch besser. Die könnt ihr für 21.000, 22.000 draufstellen auf dem Markt. Oh, für 19 sind alle raus. Oha, nice. Also 21, 22.000 werden die auf jeden Fall weggehen. Flex, moin. Verkaufen sich alle Positionskarten. Melvin Klein, meinst du jetzt von meiner 15 KIV-Liste?
So, nächste Karte, Alsoma. Alsoma. Der alte. Na. Da brauchen wir die Team of the Week-Karte. Okay, hier gibt es keine günstigen, die sind teuer. 26.000. Oha, das ist wild. Das ist richtig teuer. Flex, grüß dich mal lieber. Was kann ich zurzeit mit 4 Millionen Coins tun? Kuscheli, es gibt sehr, sehr viele Methoden, die du machen kannst, auch gut investieren kannst. Aber ich habe den Markt jetzt nicht im Blick, um dir einzelne Karten zu sagen. Da musst du leider selber gucken. So, Alsoma hat auch eine 84er und eine 81er Karte, da zwei Varianten. Von der 70k-Liste? Ja, das werden so ziemlich alle kaufen sich raus, ja. Aber du musst halt geduldig sein. Jede Stunde anbieten, wenn sich eine Karte verkauft, sofort nachkaufen. Die Liste unbedingt voll halten. Ist ganz wichtig. Oh, Caputo hier für 19.750. Könnt ihr einkaufen. Könnt ihr mitnehmen und auch für 21.750 draufstellen. Das geht auf jeden Fall fit. Oh, Haaland ist bei 20.000. Viel zu teuer. Krass. Oh, die ganzen Karten, die sind alle... Jungs, ich bin jetzt mit meiner Liste eigentlich so ziemlich durch, wenn ihr das so seht. Ich hab, was habe ich denn eingegeben? Bis 30.000, ne? Bis 30.000. Ich würde jetzt das Budget nochmal ein bisschen anheben, weil ich glaube, von 30.000 bis 50.000 wird es nochmal interessanter. Dann schauen wir uns mal die Karten noch alle an. Gurke, was geht? Kannst du auch mir geben? Was denn? Johannes, moin, was geht? Was soll ich mit 1 Million machen? Was geht da am besten? Ich würde überteuert verkaufen machen. Also 1 Million ist ja eigentlich sehr, sehr schnell ausgegeben. Und MKH, so schreibt man den. Ja, 1 Million ist sehr schnell ausgegeben. Also wenn ich trade, dann sind bei mir gleich direkt mal 4, 5 Millionen weg oder so. Sofort. Auf der Schnelle. Boah, wie teuer der ist. Viel zu teuer. Komm, Max Kruse schauen wir jetzt mal. Kruse, das muss jetzt ein Ehrenmann sein. Ansonsten Skandal. Kruse hat zwei Karten. Er hat eine 84er und eine 81er, oder? Nochmal kurz auschecken. 35.500 als ZM. Ja, das ist schon ein bisschen zu risky, weil die Karte... wird UV nicht so krass rausgekauft werden. Also, wenn man da schon solche Karten reingeht, dann muss man da schon eher so in die Karten gehen, die wirklich gut gehen. Die wirklich auch gerne gekauft werden. Wie zum Beispiel so Screen-Karten oder so, werden auch immer wieder gerne gekauft. Gucken wir mal, ob es den positionsverändert günstig gibt. Ja. Könnt ihr mitnehmen? Für 39.000 auf jeden Fall. Ihr könnt es beide rauskaufen. Für 43, 44, 45, 46.000 könnt ihr euch überlegen, wie ihr den draufstellt. Was mit 170k machen? Ich würde überteuert verkaufen machen. Angefangen mit 70k oder so. Einfach Ausrufezeichen 70k. Reinschreiben in den Chat. Sehr, sehr gute UV-Liste. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Welche Liste geht am besten? Finde meine 2,5 Millionen Liste. Geht nicht besser als eine 400k Liste. Ja, es kommt halt immer drauf an. Ist immer sehr unterschiedlich. Wie suchst du denn sofort, ob zu teuer oder nicht, und musst dann immer erst beim Tracker schauen? Echt jetzt, Leo? Ah ja, ich mache das schon nach Gefühl. Ich mache das nach Gefühl. Weil heute ist einfach Montag, heute ist ein guter Tag, heute kann man solche Karten, gerade so Screenkarten oder so, immer wieder gut mitnehmen. So, habt ihr die schon rausgekauft? Ich glaube, jetzt habt ihr genug Zeit gehabt. Jawohl, let's go. Dann schauen wir mal, Basal. Oyarzabal. Ja. Der hat eine Headliner-Karte. Headliner. Hä, wo ist die Headliner? Spinne ich jetzt? Hä? Was ist denn die Headliner-Karte? Kann man die nicht filtern? Ist die noch nicht... Jungs, helft mir mal auf die Sprünge. Ich sehe die Karte nicht. Wurde die noch nicht reingepatcht, oder was? Hey Rev, du hast doch eine 300k UV-Liste, oder?
Weiß ich gar nicht. Gib mal ein Ausrufezeichen 300k. Dann siehst du, ob was kommt oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich schon eine 300k IV-Liste gemacht habe. Gibt's noch nicht. Shit, kann ich den nicht filtern? Der wird jetzt wahrscheinlich wieder unendlich viele Special-Karten haben, oder? Nee. Ah ja, okay. Jungs. Wieso hat er jetzt hier Gold reingenommen? Hä? Moment. Was ist das für eine Scheiße? Oh, schlimm. Habe ich jetzt so einen Bockmist gemacht oder habe ich so einen Bockmist gemacht? Hier. Oh ja, Basal. Mit 42.250. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Was mit 200k machen? Sprengo auch IV. Auch an deiner Stelle überteuert verkaufen. Wann kommt das Totti? Ich denke mal 2. Januarwoche. Klappt die 300k IV-Liste noch? Hab geschaut, es gibt sie. Ja, geht auf jeden Fall. Also meine IV-Listen gehen alle zu 90% noch. Auch wenn das Video schon einen Monat alt ist, funktioniert trotzdem. Hab bis jetzt 52 Packs aufs Totti gespart. Oha, da wird dann richtig wild bei dir, gell? Wie lange tradest du schon? Ich trade seit... Also so richtig effektiv seit letztes Jahr. Wann hatte ich meine OP? Letztes Jahr im Januar, gell? Oder? Ja, seit letztes Jahr. Ich wurde ja im Januar operiert. Ich war einen Monat lang im Krankenhaus. Und in der Zeit habe ich mich mit dem Traden echt richtig krass auseinandergesetzt. Und seitdem trade ich effektiv. Ja, Mann, Bro. Hab gedacht, dass ich so etwas Krankes gewonnen habe. Aber Rubel finde ich auch okay. Feier dich mega. Mach weiter. Deine 100k hast schnell. Ah, Kevin, das wäre zu nice. Danke dir, Bro. Vielen, vielen Dank. Jungs, wisst ihr, was wir jetzt zwischendrin mal machen? Wer mir noch nicht auf Insta folgt, folgt mir gerne auf Insta, weil ich werde jetzt ein bisschen Influencer-Rave raushängen lassen. Ich möchte mal schauen, wer mir alles so folgt und wer mir alles so zuschaut. Also, wenn ihr Bock habt, mitzumachen, ich check eure Kanäle jetzt aus, Jungs. Ich checke eure Kanäle aus. So. Vor 2 Stunden Maxi und Sebi. Also, wer mir noch nicht auf Insta folgt, Ausrufezeichen Insta in den Chat, Jungs. Kaum Abfahrt. Lass uns mal hier ein bisschen die Connections hier pflegen. Maxi, okay, hat das Konto leider auf Privat. Sebi auch leider auf Privat. Schade. Sehr schade. So, mal gucken, wie viele neue Freundschaftsanfragen reingerutscht sind. Oh, jetzt kommen welche rein. Bavarian Fishing Kings. Und Angelo. Oha, okay. Ein Fischer durch und durch. Und hast du dieses Jahr schon was richtig Krankes gezogen? Irgendwas Gutes Ich war doch schon mal bei dir auf dem Profil, oder nicht? War ich nicht schon mal bei dir? Irgendwie kommen mir die Bilder bekannt vor. Angelo auf Privat. Okay, wir schauen weiter rein. So. Oha, der reale Zocker hier. Am Bild, Bilder liken. Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. So, boah, da sind jetzt viele reingekommen. So, gleich mal hier mal alle auschecken hier. So. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die mir jetzt neu folgen. Jungs, ihr seid absolute Ehrenleute, Ehrenmänners. Alter, wie viele sind da jetzt auf einmal reingekommen? Die hat er mir vorher nicht angezeigt. Okay, wir checken euch auf jeden Fall aus. Ich versuche hier mal ein paar anzuschauen. Okay, Angelo war mal schon drin. Okay. Dann gehen wir mal rein. Adax. Oho, Mashallah, Kirchenfoto. Richtig so. Jawohl. Stabil. Wow, BMX-Gang oder was? Diese andere BMX-Gang. Ja, Mann, das sieht nice aus. PlayStation 4 Sandwich. Kommst du aus Dresden? Nein, Trikot. Ich komme aus Bayern, aus Ingolstadt. Oha, Van Dijk gezogen. Van Dijk ist immer nice, wenn man den zieht. Ich hab noch keinen einzigen Van Dijk gezogen. Noch keinen einzigen. Erik Fleißig, leider auf Privat. Raunel. Oha, dieser andere Gangster. Oha, Bruder. 99 Cent, 50 Cent oder was? Aber krass, Alter, schaut voll fett aus. Aber so eine fette Goldkette, Alter, muss auf jeden Fall sein. Schaut krass aus.
Ja, mega korrekt. Aber cooler Stil. Hinten kompletter Rücken tätowiert, krass. Das ist Aufkleber von Kaugummipackung. Alter, du hast richtig korrekte Freunde, Bruder. Die nehmen dich ja mal anders hops. Oh, schickimicki. So muss sein. Der reale Zocker. Oha, Gamingzimmer. Alter, läuft bei dir auch mit Mikrofon und so? Nicht schlecht. Beste Leben. Dieser andere Streamer, Alter. Das ist dieser andere Streamer. Krass. Aber du warst in Dresden Urlaub? Ja, ich war im Urlaub. Hab mir die Stadt angeschaut. War schön in Dresden. Nice. Felix, moin. Klappt das, wenn man 100 Anchas für 350 kauft und für 800 verkauft? Klappt mit Sicherheit. Anker ist allgemein auch so eine Karte, die sehr gut IV geht. Oh, Leni, was hast du denn hier? Ein Swimmingpool. Im Urlaub fotografiert. Okay, nice. Oha. Das ist das letzte Einhorn. Wild. Oha, was ist das für ein Foto? Ja, Mann, so muss sein. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Frohes Neues. Oh, Erkan und Stefan. Let's go. Let's go. Alter, die waren früher so richtig krass. Ich habe die voll gefeiert, wo ich selber noch jung war. Alter, Erkan und Stefan. Eins im Chat, wer Erkan und Stefan kennt. Schreibt mal rein. Alter, diese Gags damals, die waren einfach so Kult. Die waren wild. Die waren anders wild. Was soll man fürs Tutti investieren? Reichen selten in Goldkarten für. Ich würde Top 5 Ligen Innenverteidiger mitnehmen. Oder Gold Rare Karten. Ah, krass. Die haben aber dann noch eigene Filme rausgebracht und so. Zu krass. Oha, dieser andere Playboy. Ja, Mann. Mädels am Start. So muss sein. Coole Bilder. Oh, da haben wir noch einen Playboy. Mit Zunge raus. Jawohl, das mögen die Mädels. Bettfoto mögen die auch. Spiegelfotos mögen die erst recht. Und Sonnenbrillenfoto. Hast alles richtig gemacht, Bruder. Bestimmt schreiben dir jeden Tag 100 Frauen. Was soll man fürs Tutti investieren? Das habe ich schon durchgelesen. Oh, Dreier BMW. Let's go. Aber ich war bei dir schon mal drauf. Ich habe deine Bilder schon geliked. Oh, nice. Schön. Konto auf Privat. Was haben wir hier? Auch nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Da mal wieder was. Fryler. Dieser andere Fryler. Oha, wild. Meine Spieler verkaufen sich nicht. Welche Spieler, Josephine? Kevinio, danke für dein Follow. An alle, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir folgt. Oh, Gio auch schon geliked. Oha, Maschine. Auch auf Privat. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Jungs, an alle, die mir neu folgen. Wir traden weiter. Wir traden weiter. So, die nächste Karte, die wir jetzt auschecken werden. Dann lasst mal gucken. Morata hat eine 86er Informkarte. Die schauen wir uns jetzt mal an. Eine 86er Informkarte. Kostet normalerweise 44.000. Oh, Mega-Deal, Jungs, kauft den schnell, nehmt den mit. Ah, der ist zu gut. Die Karte ist zu wild, nehmt den sofort mit. Könnt ihr bestimmt für 47.000, 48.000 draufstellen. Neu, du kannst investieren in Gold-Rare-Karten. 81 bis 83er Rating, Innenverteidiger, Top 5 liegen, kannst du mitnehmen. Kauft dir am besten morgen ein. Für 170.000 kannst du IV machen, zum Beispiel die 70k IV-Liste. Würde schon reichen. Was reinhauen.
Ja, mit 250k kannst du nicht so viel reinhauen, ey. Du hast keine Ahnung vom Traden. Murai, woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Ich hätte jetzt schon locker in der Top 100 sein können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Locker. Schaut euch das an. Hier. Spielervertrag für 2600 verkauft. Für 2,6. Jungs, ich hol mir mal kurz was zu trinken. Das Lustige ist, die Leute, die immer zu mir sagen, ich habe keine Ahnung vom Traden, das sind diejenigen, die selber gar keine Ahnung haben. Lohnt es sich, sein Team zu verkaufen und dann zu traden? Es kommt halt immer drauf an. Also du kannst ja normalerweise schon mit ein paar, ja, mit ein paar tausend Coins kannst du schon starten zu traden. Alter, mein Cannavaro muss noch weg. Ja, ein bisschen zu teuer gekauft. Aber der wird auf jeden Fall noch bis Donnerstag weggehen. Das geht dann fit. Kann man alles mal entfernen. Passt. Biet mal alles mal neu an. Felix, hau rein. Schönen Abend noch. Schön, dass du am Start warst. Weil deine Trading-Tipps nichts bringen, machst keinen Profit damit. Murray, ich trade selber damit. Du siehst auf meinem Kontostand, wie viele Coins ich habe. Also, entweder du kannst dich traden oder du schaust meine Videos nicht richtig. Wie lang geht's heute, Bro? Johannes, weiß ich gar nicht. So lange, wie ich Bock habe. Wann erneut kaufen? Danke. Kostenpunkt aktuell 8,2 Millionen. Matthias, warte bis zum Tod hier. Ich glaube, dass da noch ein bisschen sinkt. Ich denke mal, dass da zum. Ja, beziehungsweise, wenn du dich noch ein bisschen geduldigen kannst, wenn die Prime Moments kommen, dann wird er auch nochmal gut sinken. Dann würde ich ihn mitnehmen. Aber für 8,2 Millionen für einen R9 ist schon echt krass. Würde ich nicht zahlen. Weil da ist natürlich die Gefahr auch sehr, sehr groß, dass er wieder krass sinken wird. So, dann schauen wir uns die nächste Karte an. Hier kommen jetzt gerade lauter SBCs. Also, bis 50.000 kommt hier bei mir auch nicht mehr so viel. Ihr seht. Levin Lukaku ist eine Karte, die nehme ich ungern mit, weil die UV halt nicht so gut geht. Ziyech könnte man noch schauen. 46.000. Ziyech. Gucken wir mal. 86er Rating. 46.000 soll er kosten. Wir schauen mal, positionsverändert. Als rechter Mittelfeldspieler. Gibt es da? Hier gibt es schon welche für 46. Vielleicht noch günstiger. Mal schauen. Ja, hier 45.000 mitnehmen. Mit Hunter geht fit. Die Karte könnt ihr safe mitnehmen. Keine Ahnung wieso, aber die Methoden der Crew funktionieren auf Xbox nicht mehr. Einzig Silbermethode geht sonst. Immer andere Preise. Schade, ihr seid sicher gute Trader. Linz, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auf der Xbox fast ein ganzes Jahr lang getradet. Und ich finde, auf der Xbox tradet es sich leichter wie auf der PlayStation, weil man kann da sogar noch krassere Deals machen. Du musst einfach mal ein bisschen dich trauen, ein bisschen was versuchen. Also Xbox traden funktioniert echt richtig gut, finde ich. Wann steigen low-rated Rare Goldspieler? Niklas, meistens ab Donnerstagabend, wenn dann die ersten SBCs wieder kommen, wie zum Beispiel die Top-Partien. Und ja, Freitag, Samstag hin könnten die nochmal ansteigen. Was kann ich mit einer Mille machen? Ja, mit einer Million würde ich auch überteuert verkaufen machen. Ich würde dann eher so in Special-Karten reingehen, Jungs. Ich würde dann so ein Ding machen. Aber momentan sind halt die Preise wieder so hoch. Ah, die Preise sind halt hoch. Das ist halt momentan schwierig. Man kann halt echt schnell Verluste machen. Also wie zum Beispiel UCL Rare-Karten. Also mit denen trade ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr gerne. So ab 100.000 so. Hier Pogba zum Beispiel. Pogba, Rashford und dann runterwärts hier die ganzen Karten hier mitnehmen. So günstig wie möglich. Am besten so 2.000-3.000 Coins günstiger als sie aktuell kosten. Die sind oft auch per Snipe auch gut zu kriegen und die dann überteuert noch anbieten. Also solche Karten funktionieren immer wieder gut, aber die kosten momentan sehr viel. Sterling bewegt sich ist normalerweise bei 54.000. Ramos ist bei 55.000. Casemiro, keine Ahnung. Kyle Walker ist bei, keine Ahnung,
zuletzt gefühlt 40.000 gewesen. Ist unwahrscheinlich teuer, die Karte momentan. Ja, hier 48.000 war der. Bei 56. Ja, viele Karten sehr, sehr krass gestiegen. Hier Kimmich ist auch bei 47 wieder. Sehr, sehr teuer. Die Baller bewegt sich, glaube ich, auch immer wieder so um die 40 normalerweise. Ich glaube, da war auch mal bei 35 oder so. Ja, 38. Aber es ist auch schon um 5000 Coins gestiegen. Schwierig momentan. Schon, es kommen aber sehr wenig Karten auf den Markt und immer teurer als bei euch. Darum keine Ahnung, was ich tun soll. Ja. Du musst ja einfach mal ein bisschen was probieren. No risk, no fun. Jungs, kommt's! Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, haut mal euren Likes raus. Wir können dann gleich das nächste Gewinnspiel reinstarten. So, ich überlege mir mal einen neuen Hashtag fürs nächste Gewinnspiel. Komm, wir nehmen mal ein Hashtag von Rado. Traden regelt. Jungs, Gewinnspiel. Hashtag Traden regelt. Abonnent sein, Stream liken und auf jeden Fall die Trading Crew abonnieren, Jungs. Abonniert Rado, FIFA, Dreckslinie und Alex96. Alles überragende Trader. Wir zusammen sind eine Vierer-Crew und wir zeigen euch, wie ihr Woche für Woche Millionen Coins machen könnt, Jungs. Abonniert die Jungs, das müsst ihr nur ein einziges Mal machen. Und wenn die live sind oder wenn die Videos hochladen, es wird jetzt immer wieder Gewinnspiele geben. Rado zum Beispiel hat heute in seinem heutigen Video ein Gewinnspiel rausgehauen, wo ihr 10 € gewinnen könnt. Dreckslinio, Alex96 und bei mir wird es auch weiterhin solche Spiele geben. Abonniert alle Jungs, alle Dudes, damit ihr wirklich bei jedem mitmachen könnt. Dann habt ihr eine viel höhere Chance, auch mal was Krasses zu gewinnen, Jungs. Also gönnt euch auf jeden Fall. Alle abonnieren, mich abonnieren, liken, Hashtag Traden regelt. Dann seid ihr auch mit an Bord. So, wir waren bei Kyle Walker. Wir schauen mal noch weiter. Komm, schauen wir uns nochmal beliebte Karten an. Ah, die neuen Karten muss ich noch auschecken. Die ganz neuen Karten. So, die neuen Headliners. Die habe ich noch gar nicht angesehen. So, Zaha könnte vielleicht noch ein bisschen steigen bis Donnerstag. Felix könnte vielleicht noch ein bisschen ansteigen. Mavi schaut auch. Ja, ich glaube, die zwei Karten könnten vielleicht noch. Also, Zaha könnte auf 420, 430 hochgehen. Könnte sein. Vor allem 5 Sterne Skills, ne? Ist schon geil. Das ist schon richtig nice. Schon richtig nice. So, Jungs, ich lose auf. Die Auflösung findet statt in 3, 2, 1. Erster Gewinner. Zack, 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 boom, bang. Lucky HD, GG, Bro. Lucky, Lucky, Lucky. Luki, du hast nicht die Trading Crew abonniert. Du musst alle von der Trading Crew abonnieren, damit du auch bei dem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Rafael, GG Bro. Keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspielt, aber du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht, GG Bro. Nächster Gewinner ist Riraro. Riraro. GG Bro. Dann geht's weiter mit Love Karma. Love Karma. Zack. Auf 50 gut geschrieben. Black Pyro. Zack. Johannes, Huber, GG Bro. VRX, FIFA. Alles richtig gemacht, Jungs. GG. Dann Mimoun, Sabe, GG, Bro. Drei Leute können noch gewinnen. Oh, du hast auch nicht alles. Du musst auf jeden Fall die Trading Crew abonnieren, um beim Gewinnspiel teilnehmen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott. Habe ich falsch ausgesprochen oder was? Fabi, 102, GG, Bro. Er sagt einfach, oh mein Gott. Und vorletzter Gewinner, 99, GG, Bro. Neu, neu.
Und letzter Gewinner ist Christian Fiena. GG, Bro. Jawohl. GG an alle Gewinner, Jungs. Sei euch vom Herzen gegönnt. Sei euch vom Herzen gegönnt. Habe ich schon 16k oder was? Laber. Echt jetzt? Danke, danke, Bro. Ey, ich hab das gar nicht so auf dem Schirm. Haben wir echt schon die 16k? Warte, lass mal kurz schauen. Alter, 16k ist anders wild. 16k ist anders wild. Nein, bei mir fehlen noch zwei Abos. Aber zeigt das schon 16k an, oder? Hä? Okay, alles klar. Ja, moin. Ja, der zeigt 16k an, aber ja. Das Bild wahrscheinlich dauert es ein bisschen, bis er das aufgenommen hat oder so. Aber krass, in diesem Livestream schon über 50 Abos gemacht. Schmeckt mega nice. Aber 40k, was kann ich machen? Was kannst du machen? Ausrufezeichen, 15k in den Chat. Die geisteskrankeste IV-Liste des Todes. Vielen, vielen Dank an alle Glückwünsche und vielen, vielen Dank an euren geisteskranken Support. Jungs, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. So. Ne, weil bei mir zeigt er an. Moment, ich schau mal kurz, ob ich es euch so zeigen kann, damit ich euch dann nicht zu viel zeige. Moment. Da schau, ich zeig's euch kurz. Hier. 15.998 zeigt er mir gerade aktuell an. Drum wundert es mich, dass er halt schon 16.000 anzeigt. Normalerweise zeigt er halt nur 16.000 an, wenn die 16k wirklich richtig voll sind. Aber okay, alles klar. Ja, aber ist schon krass. Das ist schon echt richtig, richtig wild. Wahnsinn. Alter, das ist viel zu nah rangezoomt. So, viel entspannter. So, Zaha, ich denke, dass der noch gut Potenzial hat anzusteigen. Ich glaube, der geht über 400 nochmal hoch. Und Joao Felix kann auch nochmal gut ansteigen. Was soll ich mit 1,6 Millionen machen? Rispor ist aktuell schwer zu sagen. Weil ich den Markt halt persönlich nicht so im Blick gehabt habe die letzten Tage. Aber es sind bestimmt einige Flipping-Karten wieder dabei, die man mitnehmen kann. Aber ich habe mich jetzt nicht informiert, was für Events jetzt in der nächsten Zeit anstehen. Und ja, wie gesagt, bin halt mit meinem Haus renovieren extrem beschäftigt. Ich trade selber momentan sehr, sehr wenig. Aber sobald wir mit dem Haus fertig sind und ja, ich möchte mir ja auch ein Gaming-Zimmer einrichten und so weiter. Wenn wir dann fertig sind, dann werden wir auf jeden Fall mit Trading richtig, richtig krass durchziehen. Bro, du hast über 750k Klicks auf deinen Kanal. Ja, Johannes, das ist auch richtig krass, ja. Dann werden wir auf jeden Fall richtig, richtig krass durchziehen, was Trading wieder angeht. Dann werden wir auf jeden Fall hier, ich zeig's euch mal kurz. Ah, Moment. Und zwar genau hier werden wir dann Road to 100 Millionen gehen. Dieses Jahr muss ich auf jeden Fall die 100 Millionen voll machen. Wie kriegt man noch Rubel, wenn du aktiv zuschaust, Erik? Sei aktiv am Start, dann kannst du immer wieder Rubel sammeln. Wann sollte ich mir am besten Bamba Headliner kaufen, Bro? Schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich am Donnerstag die Karten mitnehmen, weil da wird wahrscheinlich Bamba nochmal häufiger gezogen. Ich hoffe, dass er da nochmal ein bisschen... Ja, es ist halt schwer zu sagen. Es könnte sein, dass Bamba jetzt günstig ist. Es könnte sein, dass er am Donnerstag steigt. Schauen wir uns die mal kurz an. Weil er kostet halt 400.000. Das ist auch eine geisteskranke Karte, ne? Was kostet denn die andere? 511.000 hat die gekostet. Krass. Boah, seine 84er Karte kostet einfach mal 5 mal weniger.
Ist krass. Also Bamba weiß ich nicht. Bamba, vom Gefühl her würde ich fast sagen, dass er droppen wird. Ich glaube, der wird günstiger. Ich glaube, der wird am Donnerstag günstiger. Erik Fleißl, schöne Grüße gehen raus. Hast du ein Video, wo du eine V-Liste mit für 500 bis 700k zeigst? Ja. Ausrufezeichen 700, nee, 500k in den Chat, Sabit. Hab Werner gerade zweimal verkauft, aha. Ja, siehst du, läuft doch bei dir. Läuft doch. So muss es sein. So, ich muss mal kurz schauen, ob einer von meiner Trading Crew schon wieder schon live ist. Und zwar wollte vorhin, ich weiß jetzt nicht, ob der Alex schon live gegangen ist. Dann würde ich euch alle rüberschicken. Ne, Alex ist leider noch nicht live. Schade. Weil ich werde jetzt dann langsam aufgehen. Ich werde euch gleich zu jemandem rüberschicken. Wäre auf jeden Fall nice, wenn so viele Leute wie möglich mitmachen. Vielen, vielen Dank an den krassen Support von euch. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt so fleißig am Start waren. War auf jeden Fall ein mega schöner Stream. Hat mega viel Spaß gemacht mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß. Und ja, jetzt komm, lass uns mal jemanden raiden, den wir noch nicht geraidet haben. Es sind ja immer wieder neue Leute irgendwie am Start. Alex pennt. Ja, nicht so gut, dass der pennt. So, komm, jetzt schauen wir mal, ob wir jemanden raiden können, den ich noch gar nicht kenne. Kann man wenigstens eine Freude machen. So. Die kenne ich alle bisher. Emin. Emin. Jetzt schauen wir uns ihn mal an. Wer ist denn Emin? Emin hat 3000 Abonnenten. Ich kenne ihn gar nicht. Aber komm, den raiden wir jetzt mal. Macht jetzt gerade SBCs, Packs und vieles mehr. Jungs, geht alle rüber. Lasst einen Support da. Komm, ich will euch alle drüben sehen, Jungs. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Zack, zack. Und Hashtag Reflex Army. Komm, macht's mal hier. Eskaliert hier mal komplett. Komplett. Ich möchte jetzt mindestens 50 Leute drüben sehen. Und Jungs, ich bin raus. Haut's rein, Jungs. Und ciao.